Schönen guten Abend aus dem Haus für Poesie. Ich habe das Vergnügen, Sie heute zum vierten Mal durch eine Reise durch die letzten 5 Jahrzehnte deutschsprachiger internationaler Poesie einzuladen. Wir tun das wie immer auf den Spuren des Berliner Dichters Karl Mickel, der dieses Format vor 30 Jahren erfunden hat. Und die Spielregeln sind fast noch immer dieselben. Wir haben 2 Gäste aus 2 verschiedenen Generationen und die suchen für jedes Jahrzehnt seit den 70er Jahren jeweils ein deutschsprachiges und ein fremdsprachiges Gedicht aus. Ein bisschen Schwindeln ist erlaubt. Wie sich das diesmal verhält, müssen Sie selber herausfinden. Aus der Schweiz zugeschaltet, aus Mülheim im Kanton Thurgau, ist uns Shoshana Gase. Sie ist 1945 in Budapest geboren worden, ist mit ihren Eltern 1956 nach dem Ungarnaufstand nach Wien gekommen. Dort hat sie die deutsche Sprache erlernt und ist dann auch später in Kassel aufs Gymnasium gegangen. Und dieses Deutsche ist bis heute die Sprache ihres Denkens und Schreibens geblieben. Gleichzeitig hat die Muttersprache aber die Gelegenheit gegeben, auch viele tolle Übersetzungen anzufertigen. Die größten Namen, die man zitieren könnte, sind Peter Esterházy, Peter Nordasch und Miklós Mézei. Sie hat in vielen Städten gelebt, bevor sie in die Schweiz kam, und ihre Bücher changieren seit jeher zwischen Lyrik und Prosa. Das wird man auch an der Auswahl, die sie heute mitgebracht hat, hören. Das letzte dieser Hybride heißt Schon bald, 2019 in den Editionen Korrespondenzen erschienen. Und wer genauer wissen will, was sie so umtreibt, wo ihre Einflüsse herkommen, der kann sich mit ihren Stefan Zweig Poetikvorlesungen beschäftigen, die im letzten Jahr in dem Sonderzahl Verlag herausgekommen sind unter dem Namen Andererseits. Da geht es um viele berühmte Namen, von Cervantes bis zu Georges Perec. Shoshana Gase hat zu Nancy Hüngers jüngstem Buch 4 Uhr kommt der Hund auch ein kleines Nachwort geschrieben. Dieses Buch ist auch so ein Prosa-Lyrik-Hybrid, von dem man gar nicht genau weiß, was es ist. Es geht da um eine Ich-Auflösung, um eine junge Frau, die nach einer missglückten Beziehung in der Psychiatrie landet, aber das ist nur der äußerste Rahmen. Sie ist 1981 in Weimar geboren worden, hat zuerst an der Bauhaus-Universität freie Kunst studiert, dann aber bald ihre gesamte Energie darauf verwendet, zu dichten. Sie hat eine ganze Reihe von Gedichtbänden veröffentlicht, zuletzt ein wenig Musik zum Abschied, wäre trotzdem nett, in der Edition Azur in Dresden, mehrere Preise. Sie war zuletzt Stadtschreiberin von Tübingen und sie hat zum Anfang ein Gedicht von jemandem mitgebracht, den wir in dieser Reihe schon kennengelernt haben, von Werner Söllner. Das ist nicht nur eine Begeisterung, glaube ich, für das Gedicht selber, sondern Sie haben Werner Söllner auch vor einigen Jahren selbst kennengelernt. Der spielt eine große Rolle für Ihr Schreiben. Wann und wo war das eigentlich? Werner Söllner habe ich schon vor vielen Jahren kennengelernt. Ich glaube, Ich mutmaße, es war ungefähr 2008, dass ich ihm zum ersten Mal begegnet bin durch meine Arbeit fürs Literaturforum Hessen-Thüringen. Und vielleicht noch vorweg etwas, das wohl, glaube ich, Shoshana genauso bewegt wie mich. Viele derer, die ich heute ins Gepäck genommen habe, sind quasi Unterhändler. Also dieses Format sagt mehr über die Leerstellen, über die Fehlstellen. Also sehr schmerzlich auszuwählen, weil man viele andere sozusagen nicht mitnehmen kann. Und deswegen habe ich oft Repräsentanten gewählt und oft auch Paare. Also ich habe quasi so kleine Zwangskonstruktionen, damit ich in dem ganzen Uferlosen nicht untergehe. Und Werner Söllner steht natürlich auch für den Einfluss der rumänisch-deutschsprachigen Dichter hier in den letzten Jahren, also Rolf Bosser zu nennen, Horst Samson, Hertha Müller natürlich, Oskar Pastior werden wir noch hören, das ist ja ein Riesenfeld, das sich da auftut. Jelo Naum kam das letzte Mal schon vor. Und ich habe ein Gedicht ausgewählt, das in Rumänien zwar erschienen ist, aber hier in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich ein unterhändlerisches Gedicht. Ich sehe schon, bei Ihnen liegt Brinkmann und genau darauf wollte ich unter anderem hinaus. Und zwar ist das die Sprachigkeit, es gliedert sich in 3 Teile. Und ich beginne jetzt einfach. Dies ist die Straßenstaubsprache, dies ist die Nachbarsprache, es ist eine Haltestellensprache und eine Sprache zum Schimpfen.
Eine Sprache der Mieten ist das da und ist eine Sprache der Wohnblocks. Diese das tägliche Brotsprache, diese Baugerüstsprache. Zuerst ist es eine Straßenbahnsprache, dann ist es eine Dienstsprache und eine Schwitzsprache in der Achselhöhle. Dort ist es dann eine Zeit lang eine Geldverdienensprache, diese Integrationssprache. Es ist dann eine Sprache zum sich anpassen. Es ist oft eine Parteisitzungssprache. Dann ist es meist eine Idealsprache und eine Sprache der Behörden. Eine Plansprache ist das da und eine Sprache der Geschichten. Eine Helden-, eine Urahnensprache und gleichzeitig eine Lateinsprache, diese Sprache der Kontinuität. Und es ist eine Sprache der Werktätigen. Dabei könnte es eine Arbeitersprache sein und eine Sozialismussprache. Am Nachmittag ist es manchmal eine Bier- und eine Grillsprache. Dann ist es eine Sprache der paar Freunde mit dieser Sprache und eine Sprache der Kellner. Diese Sprache mit schwarzen Augen, diese unter den Rock greifen Sprache, eine Sprache zum Anfassen ist das da. Sehr oft ist es dann eine Einkaufssprache. Hier ist es eine Schlange stehen Sprache und es ist kein Fleisch mehr da Sprache und eine Sparmaßnahmensprache. Das hier könnte mal eine Klassenkampfsprache sein, es ist aber eine Klassensprache und eine Sprache der Zeitungskiosks. Und es ist eine Zeitungsradio- und Fernsehsprache. Dann ist es die Landessprache und die Sprache der Landwirtschaft, diese Sprache im Ernteeinsatz. Das da ist eine Sprache zum Frühaufstehen. Es ist eine schöne, eine schwitzende Sprache, diese Praxissprache. Dies ist keine Sprache der Theorie, sondern es ist eine Staatsbesuchssprache und eine Sprache im schwarzen Mercedes, diese Uniformensprache. Dies hier ist zwar eine Sprache der Unabhängigkeit und der Vereinigung, es ist auch die Sprache des 23. August und des 18. Dezember und des 30. Dezember und es ist auch eine Sprache der Pioniere. Es ist aber tatsächlich auch eine 1. Mai-Sprache und ebenso eine Sprache zum Guten Tag sagen. Es ist die Sprache der Dritten Welt und es ist die Sprache des Abrückens vom Warschauer Pakt. Ebenso wie die Massenaufzugssprache eine Sprache des Zufalls ist, ist es auch eine Sprache der historischen Gesetzmäßigkeiten. Das da ist eine Sprache zum Übersetzen. Das da ist eine ganz einfach die Sprache der Macht. Es ist zwar eine Redensprache, aber es ist auch eine Sprechsprache. Es ist eine Fremdsprache, genau wie eine Alltagssprache. Diese Abendsternsprache, so eine Sprache ist das da. Und vielleicht springe ich zum Ende der Litanei, könnte man sagen, das ist die Macht, das ist die Scheiße. Das ist ein Werner Söllner, wie wir ihn eigentlich sehr viel weniger kennen als den Söllner, der in siebenbürgischen Farben seine Gedichte ausmalt, auch wenn sie oft in fahlen Farben zu sehen sind. Es ist nicht der Huchel und der Celan Söllner, sondern einer, der tatsächlich so etwas wie eine Überschreibung, könnte man sagen, von Rolf-Dieter Brinkmann hingelegt hat. Und ich denke da an so Gedichte wie ein Gedicht, auch ein Text, der sich mit sich selbst beschäftigt und darin immer fortspinnt. Es sind auch die Rolltreppen, wo schon im Titel dieses Dauerbewegte drinsteckt. Und er hat wohl für eine ganze Reihe von Banater Schwaben eine große Rolle gespielt, auch für Richard Wagner. Und in Frankfurt war er dann für Paulus Böhmer, der aus einem anderen Umfeld kommt, eine große Rolle geschrieben. Insofern ist es wirklich ein 70er-Jahre-Sound, der uns da entgegentönt. Und da auch der Brinkmann bisher in der Reihe eigentlich in den 70er-Jahren noch gar keine Rolle gespielt hat, habe ich gedacht, so könnte ich ihn in das Hintertürchen hineinmogeln. Und noch jemand, den ich gerne hineinmogeln möchte, um wieder eigentlich auch zu Shoshana zu kommen, ist Michelle Metel, die ich natürlich aus vielerlei Gründen nicht mitbringen kann. Damals in den 70ern hat es mit ihren Sprachperformances angefangen. Einen Abglanz davon gibt es noch in den 2888 Donauversen, die es von ihr gibt. Das führt mich sofort zu den Donauwürfeln von Shoshana Gase. Und ja, also
das hat ja nach ähnlichen Modellen funktioniert. Michel Metel hat einfach, was heißt einfach, Artikel und Substantive genutzt und daraus quasi ihre poetische Sprengkraft gezogen und ist halt mit ihrer Papyrusrolle, also einem Endlosgedicht im performativen Akt quasi durch die Lande gezogen. Ich muss nochmal zurück zur Person Werner Söllner. Ich glaube, er hat eine ganze Generation thüringischer Dichter und Dichterinnen aufgezogen, wenn man so will. Also Daniela Danz und Jan-Volker Rönert und noch eine ganze Reihe anderen sind bei ihm, glaube ich, in Workshops gegangen. Waren Sie da auch dabei? Nein, das möchte ich auch gerne korrigieren. Das stimmt natürlich insofern, dass halt eben Werner Söllner das Literaturforum Hessen-Thüringen geleitet hat und deshalb auch die Werkstätten geleitet hat. Aber gerade bei den Namen, die Sie jetzt erwähnt haben, Jan-Volker Rönert oder auch Daniela Danz, gehört natürlich noch jemand anderes in die Waagschale geworfen, und zwar Wolf Kirsten, der ganz bestimmt einen ebenso großen Einfluss hatte. Mhm. Sie haben ihn kennengelernt, glaube ich, bevor die IM-Affäre um ihn entstanden ist. Ja, das ist richtig. Hat das irgendeine Rolle gespielt für Sie und für alle anderen, die von ihm geprägt wurden? Das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich hat das für alle sicherlich erstmal für alle Freunde, die enttäuscht waren, eine große Rolle gespielt, also auch für seine SchriftstellerkollegInnen. Es hat für die Freunde grundsätzlich eine Rolle gespielt. Man konnte sich von dem Thema nicht, wie soll ich sagen, gänzlich befreien. Aber ich finde immer noch, das würde jetzt eine riesengroße Debatte sozusagen eröffnen, die sicherlich interessant wäre und auch wichtig wäre. Ich versuche es mal kurz auf einen Punkt zu bringen. Ich glaube schon, dass es manchmal recht hilfreich ist, oder eigentlich tun wir das doch, oder wir versuchen es zumindest grundsätzlich, dass wir Werk und Biografie eines Autors doch versuchen zu trennen. Und es ich glaube, wir müssten nur mal imaginär unser Bücherregal durchschreiten, wenn wir dann jeden Autoren aussortieren oder jede Autorin, die quasi große Makel aufweist, Fehlverhalten etc., dann würde es schon recht rar aussehen. Also ich versuche, den Text davon getrennt zu betrachten. Ich bin der Letzte, der hier einen Schuldspruch sprechen möchte und würde unbedingt auch Wert legen auf diese Trennung von Werk und Person. Schwierig wird es, und das gilt für Werner Söllner vielleicht in gewissem Maß, ist, dass er einen Teil seiner Aufklärungsarbeit, die er nicht gelagert hat, die er nicht vollzogen hat, ins Gedicht verlagert hat. Ja, wo er sich im Geschäft. Und das finde ich das Problematische. Also man kann über Schuld oder Nichtschuld verhandeln, wenn er denn klar sich geäußert hätte, was denn da stattfand. Das ist bis heute nicht geklärt und er ist dann natürlich auch viel zu früh gestorben und es wurde dann die gesamte Geschichte überlagert von der Pastior-Affäre, die sicher sehr viel weniger dramatisch war. Aber das finde ich das Problematische und das Interessante an dieser Figur. Ich möchte aber bitte zum Gedicht selbst etwas sagen. Ich finde es unglaublich hilfreich, weil alle, die sich von ihrem Land wegbewegt haben, egal wohin, werden immer nach ihrer Muttersprache gefragt. Also ob es nur eine einzige Sprache gibt, die von der Mutter vorgekaute Sprache. Und deswegen finde ich es sehr witzig, wenn Werner Söllner diese hundertfachen Sprachmöglichkeiten, die auf einen zuströmen, und zwar in allen Sprachen zuströmen, wenn man das da heraushört. Also das ist eine tolle Leistung von ihm, eine sehr hilfreiche Geste. Letzte Frage, bevor wir zu Oskar Pastior kommen, dessen Werk mir sehr homogen erscheint in all der ganzen Varianz, die er zu bieten hat. Sind das für Sie verschiedene Söllners, dieser Brinkmann-Söllner, dieser rhetorische Söllner und der Söllner des nüchternen Pathos, der in späteren Jahren wurde? Das sind überhaupt nicht verschiedene Söllner. Es gibt ein Widmungsgedicht für Rolf der Brinkmann in Kopflandpassagen. Das war ja ungefähr der erste Band, der in Deutschland bei Sokamp erschien, also die Parallelen gibt es von Anfang an. Es ist ein sich entwickelnder Söllner, so wie also die Frühwerk und Spätwerk sozusagen immer Differenzen aufweist. Also ich würde da gar nicht trennen. Also er ist einfach mit der Poetik seiner Zeit auch mitgewachsen, mehr oder minder. Ja, Shoshana Gase, Sie haben Oskar Pastior ausgewählt, der Ihrem Schreiben sowieso sehr verwandt ist, der aber aus der gleichen Gegend kommt wie Werner Söllner und trotzdem etwas ganz anderes gemacht hat. Und vielleicht hören wir uns gleich mal diese Mischung aus Dada und höchstem Virtuosentum an, bevor wir darüber sprechen. Oskar Pastior. An ihn denke ich immer im Komparativ. Wahrscheinlich denkt jeder so an ihn. Denn ein Hirt heißt Pastor
Und ein Pastior ist Hirte als ein Hirt. Und in meinen Augen ist Oscar Pastior so wunderbar, dass ich ihn am liebsten am Pastiorsten, also im Superlativ, nennen würde. Sehr gefällt mir, wie er sich in die Gedankenwelt von anderen Dichtern und Dichterinnen einleben kann. Zum Beispiel in Petrarca. Es gibt ein Band mit Petrarca-Gedichten, umgedichtet von Oscar Pastior, beziehungsweise eher noch umspielt. Er hat auch Gertrude Stein umspielt und Lichtenberg. Und in seinen Frankfurter Vorlesungen schreibt er zu dieser Lichtenberg-Umspielung. Fragen Sie jetzt aber nicht, nach welchen Kriterien ich meine Lieblingswörter und Wendungen in Lichtenbergs Auktionstext fand und zusammenklaubte. Sympathie braucht keine Begründung. Ich finde schon diesen Satz sehr sympathisch. Und ich möchte ein Gedicht vorlesen, das eigentlich kein Gedicht ist, aber in dem Bereich befinden wir uns ja heute ständig, sowohl Nancy als auch ich. Ohne Titel. Sie aßen im Taxi, sie entblätterten die Schnur, sie spalteten die Klarsicht, sie wickelten die Hülle aus der Fülle, sie drangen zum Kern vor. Sie lösten die Schale, sie pulten die Fasern, sie stießen auf Überfluss, sie entfernten das Überflüssige, sie stießen zur Seite, sie kamen zur Sache. Sie packten aus, sie ließen alles Überflüssige fallen. Sie drangen zum Überfluss vor. Sie stießen die Hüllen beiseite, das Taxi voll über. Sie warfen alles Überflüssige aus dem fahrenden Taxi. Sie pellten die Häute, schälten die Sache, lösten Knoten, zogen das Fell ab, schabten und pulten, stießen zum Überfluss vor. Die Fülle voll über. Sie warfen die Abfälle aus dem Taxi. Sie warfen sich auf die Sache. Sie lösten die Verpackung. Sie aßen im Taxi. Sie waren scharf auf das Essen im Taxi. Sie lösten sich. Sie lösten das Taxi. Sie warfen es aus dem fahrenden Taxi zu allem Überfluss sich hinterher. Es gab ja alles in Knülle und Müll. Sie haben gerade gesagt, dass man zwischen Gedichten und Prosa heute ja oft gar nicht mehr so unterscheiden können. Und in vieler Hinsicht würde ich Ihnen recht geben. Trotzdem hat man noch eine Intuition, wo so eine Grenze überschritten wird. Wo verläuft die für Sie? Gar nicht. Also das ist für mich ein Gedicht, das, was ich jetzt gelesen habe, weil es so rhythmisiert ist. Und das ist sehr typisch für das Gedicht, dass es oft einen Rhythmus hat. Und ich bin eigentlich dafür, dass wir nicht immer mehr Sparten haben, also Gedicht und Spoken Word und es fallen mir die anderen neuen Möglichkeiten gar nicht ein, sondern dass man die Verwandtschaft zwischen Prosa und Lyrik und auch den szenischen Texten finden soll und auch das Essayistische. Und bei Pastior gibt es viele essayistische Texte. Und also ich mag diesen Zusammenprall von den lyrischen und prosaischen Möglichkeiten, wobei ich die Griechen dafür sehr schätze, dass sie die Kategorien aufgestellt haben, die man jetzt umstoßen kann, statt sie zu vermehren. Das zu diesem Gedicht, was für mich absolut ein Gedicht ist. Ich rede für mich immer wieder von den Stören, um nicht Fisch zu sagen. Also Störe sind eine Art zwischen Gedicht und Prosa, die variieren können. Die können mal offener sein, mal weniger offen sein. Ich nenne sie nur nicht Fisch, um nicht zu christlich zu sein, aber wie ein Fisch entwischen einem die Störe. Es gibt ein Gedicht von Pastior, das ich auf die Schnelle nicht gefunden habe, aber was wirklich ein Gedicht ist und was auf seine Heimat, auf Rumänien zurückweist. Und das ist das berühmte Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht, Jalousien zugezurrt oder so ungefähr geht es weiter. Und es war wunderbar, wie Pastior das schaukelnd im Rhythmus vorgetragen hat. Und bei diesem Taxigedicht sehe ich auch das Zusammensurren, was für ihn so typisch sein konnte. Er hat nicht nur für die schon genannten Autoren Bücher geschrieben oder Bücher umgeschrieben, sondern hat posthum nach Georges Perecs Tod auch ein Buch mit Perec zusammen herausgegeben. Das wurde vom Literaturhaus in Berlin herausgegeben. Und ich sehe
Perec und Bastiat ganz dicht nebeneinander. Bastiat war nämlich glücklich darüber, zur Gruppe Ulipo zu gehören. Und zu der Gruppe gehörte Perec in seinem Leben längst schon. Perec starb 1900 in den 80er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Perec, also der Ulipo, der auch so mit den Textformen gespielt hat, weil das ist ja das Typische für Ulipo, schrieb einmal, ich schreibe, ich zeichne Wörter aufs Papier. Und er geht immer weiter vom Papier weg, schreibt weiter, bis er im Weltall landet. Also er eröffnet den Raum, einen großen Raum. Espace heißt das Buch auf Französisch, in dem diese Textstelle vorkommt. Und es gefällt mir sehr, wie jemand von dem Blatt Papier zum Weltall gelangt. Und da mache ich jetzt nochmal einen Sprung und möchte über Léger Tandoori kurz reden, der einmal geschrieben hat, er möchte das Blatt Papier beschreiben, auf das er schreibt. Er kannte Georges Perec sicher nicht. Und Perec kannte natürlich Tandoori nicht. Und es ist toll, wie zwei verschiedene Autoren auf eine ähnliche Möglichkeit kommen. Ich sehe Bastiat immer wieder in seiner Berliner Wohnung sitzen. Er hatte ein einziges großes Zimmer und eine Schlafkammer und saß vor dem Fenster. Auf seine bescheidene, versonnene Art. Und ich hebe das jetzt schon so positiv hervor, weil wir gleich wieder bei seinen Problemen landen werden. Das sehe ich schon. Er hat ein Leben lang äußerst bescheiden gelebt und Geld zurückgelegt, um dann mit diesem Geld ein Preisgeld stiften zu können, was ich großartig finde. Wir müssen nicht bei seinen Problemen landen, außer dass wir bemerken könnten, dass er natürlich auf ganz andere Weise sich seine Vergangenheit vom Leibe gehalten hat, nämlich auf eine Art und Weise, die mit der Wirklichkeit vielleicht erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Das war ja auch das große Erwachen, nachdem diese Affäre begann. Ich möchte Sie aber trotzdem noch mal ganz kurz fragen nach Ulipo. Das ist dieses Akronym im Französischen, was auf Deutsch heißen würde, Werkstatt für potenzielle Literatur, die sich tatsächlich nach wie vor in Berlin treffen, eine ganz seltsame Mischung aus Pataphysikern und was da noch alles zusammenkommt. Aber mir ist die Beziehung noch nicht so ganz klar, denn ein Definiens der Ulipisten war ja immer auch die Contrainte, also diese eine Vorgabe, die sie sich gemacht haben, eine bestimmte Regel, die sie durchziehen in einem Text. Wo sehen Sie da die Beziehung zu Pasteur? Das weiß ich nicht. Er wurde eingeladen. Und er hat gerne angenommen und hat es auch immer wiederholt, dass er aufgenommen wurde. Und dann habe ich ihn einmal gefragt, ob ich vielleicht auch aufgenommen werden könnte. Ich habe ja auch meine Vorlagen. Und dann sagte er nein. Also, er hat das nicht erlaubt. Ich kann es ihm nicht mehr sagen. Aber vielleicht ist das ein Zug, den ich jetzt schon genannt habe, dass er immer wieder die Texte von anderen, von Kollegen und Kolleginnen, von lebenden und nicht mehr lebenden Kolleginnen und Kollegen aufnehmen konnte und variieren konnte. Also das war eine Konstante bei ihm, auf alle Fälle. Wir bleiben in gewisser Weise in der Region, wir springen aber jetzt ins Rumänische. Ich hätte schon noch gern gesagt und Partei genommen für ihn. Ich glaube, dass er ein unglaublich integrer Mensch war und man sollte ihn lesen und lesen und lesen. Und es tut mir leid, dass er in den letzten Jahren, nachdem es so über diese, nachdem von diesen Auseinandersetzungen die Rede war, er weniger erwähnt wird. Also das ist mit ein Grund, dass ich ihn erwähnt habe. Und was Nancy vorher schon gesagt hat, ich finde unsere Reihe, unsere Gesprächsreihe hochinteressant, dass wir die einzelnen Jahrzehnte betrachten müssen. Es ist ein Kopftraining, da sich hineinzudenken, wer wann geschrieben hat. Aber gleichzeitig bekommt man Beklemmungen, dass man einen Bodo Hell, einen Johann P. Tamme nicht nennen kann, einen Hans Thiel und jetzt könnte ich noch 10 andere, die ich nicht genannt habe, nennen. Und dann wäre es immer noch nicht genug. Und dass dieser Zweifel, diese Skepsis, die man bei dieser Reihe hat mit der Dichtung im eigenen Jahrzehnt, das wird wahrscheinlich jeden begleiten. Das wollte ich auch noch hinzufügen. Mhm.
Ja, wir haben vielleicht diesmal zum ersten Mal mehr Texte dabei, die sich so auf das rein Materialische von Sprache richten, auf das Sprachspielerische, auf die Vektoren, die Sprache selbst mitbringt, damit sie sich in Bewegung bringt. Das ist sicher so. Ich glaube aber nicht, dass irgendwie Oscar Pastor inzwischen in Misskredit geraten ist. Es ist einfach eine Tradition, die im Moment keine so große Rolle spielt, gemessen an, wenn ich so sagen darf, subjektivistischen Schreibweisen. Aber da gucken wir mal. Wir würden in der Region bleiben, aber jetzt ins Rumänische springen, nämlich zu Mircea Dinescu. Mircea Dinescu hat 1982 in Temeswar gesagt, dass Werner Söllner, der ihn ins Deutsche übersetzt hat, und zwar unter anderem in diesem wunderbaren Band Exil im Pfefferkorn, er habe sich in diesen Gedichten überhaupt erst wieder entdeckt. Und es ist schon interessant, auch auf die politische Vergangenheit von Söllner und Pastor zu schauen, weil nun Dinescu der große Revolutionsheld 1989 war. Jemand, dessen Gedichte über Jahre im Samizdat zu Zehntausenden verteilt und gelesen wurden, die auswendig gekonnt wurden. Und er hat eben, man kann es auf YouTube übrigens auch noch nachgucken, man kann ihn sehen, wie er 1989 die Entmachtung von Ceausescu bekannt gegeben hat im Fernsehen. Und da war er noch ein ranker, schlanker, charismatischer junger Mann. Charismatischer, ein netter junger Mann. Aber heute ist er dreimal so groß, hat ein Restaurant in Bukarest, das heißt nach einem Buch von Emil Cioran oder Cioran, wie er dann in Frankreich nannte, Heilige und Tränen. Und er hat eine Kochshow im Fernsehen, wo er aber auch über Politik noch redet und hat aber aufgehört zu dichten. Was ist das für eine seltsame Konstellation, Söllner und Dinescu? Ich habe gesagt, ich habe mir versucht, wie soll ich das sagen, ein kleines Labyrinth zu basteln, Knoten, Krücken, Behelfe, damit ich in dem riesen Verzweigungssystem des Poesie mir ist nicht untergehe. Oftmals waren das Übersetzungen zum Beispiel und Übersetzer. Und das natürlich, wie Sie gerade eben schon erwähnt haben, ein hochbrisantes Gemisch, die beiden zusammen. Gerade mit der aufgedeckten Geschichte von Werner Söllner, die zu der Zeit ja noch nicht öffentlich war. Und habe mich quasi durch die Übersetzungsleistung dieses Gedicht ausgewählt. Und dieses Gedicht natürlich auch ganz exemplarisch, weil, was jetzt noch nicht, Sie haben das großartig gemacht in der Einführung, wovon noch nicht die Rede war, ist, dass er nicht nur 1989 sozusagen die Freiheit verkündet hat, also, sondern dass er auch vorher im Hausarrest stand, weil er in einer französischen Zeitschrift ein Interview gegeben hat und den Zustand Rumäniens beschrieben hat und daraufhin ist er 8 Monate in den Hausarrest geschickt worden und nicht nur das, er wurde bei jedem Schritt und Tritt überwacht. Und ich finde, dieses Gedicht, das ich jetzt gleich vortragen werde, bringt es unglaublich zum Ausdruck. Dynamit. Ich bin der nette junge Mann, den ihr gewöhnlich in der Straßenbahn seht, mit einem Brot wie ein Fotoapparat unterm Arm. Wenn ich die Krume entwickelte, die Spatzenschar stürbe an der ansteckenden Krankheit der Gleichgültigkeit. Aus den Schalen der Früchte förderten wir das göttliche Erdöl. Aus dem Gefühl Kautschuk für Stiefel, die Schönheit der Frauen allein ist ein so rasch verdunstender Brennstoff. Zum Dank höre ich nachts die Tauben der Wasserleitungsrohre gurren, die Elektrizität ihren Unterrock werfen, über die Zivilisation der sprechenden Ameisen. Zimperliche Trauer, hier ist der Mietzins. Es kommt eine Zeit fürs Fühlen, dann gehe ich an den Stadtrand. Ich bin Dynamit, ich explodiere glücklich. Das ist eine Poesie, die mit Politik eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, auch wenn sie eine ganz starke aufrührerische Energie hat. Träumen Sie manchmal davon, dass Dichtung, vielleicht auch Ihre Dichtung, noch so eine Kraft manchmal hat, auch wenn wir jetzt wissen, dass sowas unter Bedingungen einer geschlossenen Gesellschaft sich entfalten konnte? Das ist ja alles in alles Vorwendegedichte, was Sie... Ja, ganz bestimmt. Ich möchte das jetzt gar nicht auf mich anwenden. Was meine Gedichte anbelangt, habe ich bestimmt ganz viele Träume, die uneingelöst sind. Aber wir kommen ja später noch zu Juliana Wolf, die einerseits natürlich interessant ist. Da würde ich Sie dann gerne fragen, ob Sie das zum Beispiel als Fließtext betrachten oder als Gedicht zu 3 Bögen Böbrach. Und wo ich schon denke, dass
Es ist natürlich eine andere Spannung, weil die Sprache sich verändert hat seit den 80ern. Und es wäre natürlich auch furchtbar, wenn es nicht geschehen wäre. Aber ich finde zum Beispiel, Ujana ist ein gutes Beispiel, dass diese politische Spannung durchaus noch eingeholt werden kann, um so zu beantworten. Also ich glaube nicht, dass die verloren ist. Ich glaube, die findet sich ganz vielfach. Ich glaube auch, dass unser Bereich hier schon, ich habe ja schon erklärt, warum er vielleicht sehr eingeschränkt ist. Es ist sehr eurozentristisch. Es fällt uns wahnsinnig schwer, sozusagen die Grenzen Europas zu verlassen. Das ist übrigens auch interessant an Söllner und diesen Brinkmann-Verweis. Man hat tatsächlich aus dem Osten heraus sehr viel auf den Westen geschaut, aber man hat natürlich sehr wenig aus dem Westen, vermeintlichen Westen, auf den Osten geschaut. Also es gab da schon eine große Beeinflussung. Deswegen sind auch die Übersetzer so wichtig. Und ich würde sagen, wenn man den Fokus etwas ändert, findet man noch viel von der Energie in den heutigen Text, nur eben wieder anders versprachlicht. Ich glaube nicht, dass die weg ist. Und ich glaube auch nicht, dass der für große Systeme braucht. Ich weiß, es gibt diesen berühmten Ausspruch von Brodsky, der meinte, ohne Zensur kann er eigentlich gar nicht mehr schreiben. Das mag für ihn gestimmt haben, aber ich glaube, diese Provokation trifft nicht für alle zu. Es gibt noch Poesie mit Sprengstoff, natürlich. Dieser Blick aus dem Osten gen Westen, den finden wir auch bei Sándor Vörös, einem Ungarn, den uns Zsuzsanna Gáze mitgebracht hat. Er konnte sehr gut Deutsch sprechen, er sprach Französisch, vom Ungarischen gar nicht zu schreiben. Wir kennen ihn hier in Deutschland kaum. Es gibt eine einzige vollständige Übersetzung, der von Ungarn. Da steckt das Ungarn drin, aber auch das Ungern. Das ist schon ein Band, der 1969, wenn ich es recht weiß, zum ersten Mal rauskam. Das ist eine Sammlung eines umfangreichen Werks. Und nicht nur Französisch und Deutsch hat ihn interessiert. Er war auch ein großer, passionierter Entdecker der asiatischen Kultur und der asiatischen Literaturen. Man kann ihm bei... Ja, bitte. Das würde ich auch hervorheben, dass er nicht nur in Richtung Westen geschaut hat, sondern sehr genau in Richtung Osten, also in weltoffener. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja. Genau. Wir kennen ihn aber kaum, obwohl es einige Gedichte gibt, die George Ligeti vertont hat nach ihm. Und Sie sagen, er sei eine der größten Gestalten des 20. Jahrhunderts. Ich habe aber den Eindruck, dass er selbst in Ungarn nicht so hochgehalten wird wie die dichterischen Granden von, nicht zu reden von Andrei Ordi und Atelier Jozsef, aber auch Miklós Radnoti oder Janusz Pilinszky, wen auch immer. Ja, jetzt haben Sie gerade ältere Autoren genannt. Die sind ganz groß. Und dann sollte ich hinzufügen, diese Leute, die gehörten alle zu der Zeitschrift Nugat, eine Zeitschrift, die Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde. Und Nugat bedeutet der Westen. Also ganz Ungarn und die ungarischen Poeten wandten sich in Richtung Paris, interessierten sich dafür, was in Paris literarisch und sonst kulturell stattfand. Und Sándor Vörös war wesentlich jünger, er ist 2013 erst auf die Welt gekommen, aber schon mit 15 Jahren wurden seine ersten Gedichte in der Zeitschrift Nugat veröffentlicht. Und bald darauf, er war knapp über 20, hat er den höchsten ungarischen Literaturpreis erhalten. Aber gerade diese Dinge sind ihm nachher nach dem Krieg in der Rákosi-Diktatur nicht gut bekommen. Alle Leute, die vorher bei Nugat in dieser Zeitschrift der Westen publiziert haben, mussten darunter leiden. Und Vörös selbst war mit seiner Literatur, mit seinen Gedichten, mit seinen Texten frevelhaft unpolitisch. Er schwebte sozusagen weit über der sozialistischen Situation. Und deswegen wurde er missachtet. Er hatte Schreibverbot gehabt. Er konnte gar nicht erscheinen. Also jahrzehntelang haben ihn viele gar nicht gekannt. So dass man sagen könnte, er lebte in einer Isolation. Und gleichzeitig war gerade Sándor Vörös der, der zu Jandl Kontakt hatte und mit ihm korrespondierte und zu Dürrenmatt und mit Franz Mohn korrespondierte er. Also er war sehr weltoffen und hatte viel mehr Beziehungen zur westlichen Welt als die publizierenden, zunächst mal anerkannten Ungarn. Und dann wurde er so in den 60er Jahren ins Deutsche übersetzt, ins Englische übersetzt, ins Italienische. Und da musste Ungarn natürlich auch ein bisschen mitziehen und Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre durfte er wieder publizieren. Und da wurde er sehr bekannt. Und heute ist es so, dass sogar Kinder ihn kennen. Also man hat ihn nicht vergessen. Und wenn ich jetzt bis dahin geredet habe, lese ich das Gedichtchen vor,
bevor es zu diesem Gerede ertrinkt. Das Gedicht heißt La Pleureuse und ist übrigens auf Deutsch abgedruckt worden. Ich zeige mir gleich in der Reihe Poesie der Nachbarn. Das Gedicht. La Pleureuse. A Roja fan geht Roja. Wie riet a Nilo Roja. Schier a Bimbo Roja. Sola rigo der Roja enim vad Nilo Roja. Schier ich Bimbo Roja. Kacag a Nilo Roja. Schier a Bimbo Roja. Pompáz a Nilo Roja. Schier ich Bimbo Roja. Lankad a nyíló rózsa, szól a rigó, de rózsa, nyíki, nyíki, bimbó rózsa, enyém vagy bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa. Kinyílt a bimbó rózsa, sírj bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa, sírj bimbó rózsa. Das ist schon das ganze Gedicht und es stammt aus einem großen Zyklus, aus einer Chronik sozusagen, die Sándor Vörös einer Dichterin gewidmet hat. Diese Dichterin namens Psyche habe Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt und er, Vörös, habe sie wiederentdeckt, behauptet er. Aber die Dame ist eine Fiktion. Diese Dichterin hat es nicht gegeben. Und das Gedicht, das ich jetzt gelesen habe, stamme von ihr. Aber es ist natürlich ein Vörös-Gedicht. Die Dichterin Psyche war ein lüsternes junges Mädchen, wurde eine lüsterne junge Frau. Und das betone ich jetzt deswegen, weil es ist wunderbar, was ihr Sándor Vörös alles in die Schuhe schiebt. Aber im Grunde genommen geht es zum Teil auch um Männerfantasien, aber um sehr interessante Zeitzeugnisse auch. Also Vörös beschreibt mit Hilfe dieser Dame Psyche auch die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts, wenn auch absichtlich falsch. Also auch da schwebt er über die reale Zeit. Die Psyche sei halb Roma und halb aus einer aristokratischen Familie. Sowas gab es wahrscheinlich nicht. Er hat, Sándor Vörös hat die Schraube, die Sie beschreiben, mit der fiktiven Autorin ja noch eine Drehung weiter gedreht, indem es nämlich in der Psyche auch einen tatsächlichen klassizistischen Autor gibt, dessen Gedichte existiert haben, der zwar relativ unbekannt war. Und dadurch wird tatsächlich etwas sehr Verrücktes daraus. Und dieses Buch hat unter anderem einen großen Niederschlag gefunden in einem vierstündigen Film von Gabor Body, der mal ein großer, experimentalistischer Filmer war in den 80er Jahren, was heute auch schon etwas antiquiert anmutet, was man da noch so sehen kann. Es gibt aber gar keine Idee, was Sie jetzt gerade zitiert haben, von dem, was Sie da selbst übersetzt haben. Ich wollte ja nach dem Titel nochmal fragen, nach der Pleureuse. Das kann ja vieles heißen. Das kann das Klageweib sein. Es kann aber auch ein Kleidungsteil sein. Bis zur Federboa. Was ist denn mit der Pleureuse eigentlich gemeint? Ja, ich dachte schon, es ist die weinende Knospenrose gemeint, die weinerliche, die, egal was, was ihr passiert, sie ist immer negativ nimmt. Also das ist ganz direkt so gemeint, die weinerliche, deswegen Weine auch. Was ich bemerkenswert an dem Gedicht fand, und ich habe es sehr vorsichtig übersetzt, Vörös wählt eine wunderschöne Sprache des 19. Jahrhunderts. Und die läuft nicht parallel zur Sprache im Deutschen. Also die Sprache des 19. Jahrhunderts ist im Deutschen anders entfernt von uns als das Ungarische. Und nur dieses Es weinet habe ich herausgeholt. Und auch Vörös übertreibt nicht mit seiner Annäherung an die Vergangenheit, an die vergangene Sprache. Aber es ist ein großes Kunstwerk. Ja, Sie sagen es richtig, der Geliebte oder ein männlicher Partner ist ein tatsächlicher Autor, den es gegeben hat. Dadurch ist es sehr raffiniert, was passiert. Und ich möchte vielleicht noch hinzufügen, dass Peter Esterházy einmal Vörös imitiert hat. Er hat nämlich auch ein Buch herausgegeben, einen Roman aus Frauensicht mit einer leicht ältlichen Sprache. Und er hat aber wirklich den erfundenen Namen als Autorin genannt und es dauerte eine Weile, bis man herausgefunden hat, also bis die Literaturkritiker herausgefunden haben, dass der Vater ja eigentlich Peter Esterházy ist. Aber das war eine Verbeugung eigentlich auch vor Vörös.
weil die Psyche halt bekannt ist. Und gerade mit diesen kleinen Liedchen ist es bekannt. Und es wurde auch in Ungarn des Öfteren vertont, gerade diese Rosenknospe. In der Anthologie, in der die Rosenknospe erschienen ist, schreibt im Nachwort der Literaturwissenschaftler Peter Porr, er nennt Börisch ein Poetenkobold. Das finde ich sehr gut, diesen Ausdruck. Und dann sollte ich noch hinzufügen, dass 1900, ich kann mir Jahreszahlen nicht merken, deswegen schaue ich dann immer, 78, Richard Pietras auch ein Börisch-Bändchen herausgegeben hat. Sehr schöne Übersetzungen und außerdem mit Zeichnungen von Börisch versehen. Mit so spielerischen, magischen Zeichnungen, die absolut zu den Gedichten und zu den Gedankengängen von Börisch passten. Weil ich von der Männerfantasie gesprochen habe, möchte ich noch hinzufügen, Börisch war mit einer wunderbaren Poetin verheiratet, Karui Omi oder Omi Karui. Sie war eine promovierte Psychologin und sie wird es schon besser gewusst haben als ich, was ihr Mann mit dieser Psyche vorhatte. Ja, vielen Dank für den Hinweis auf Richard Pietras. Das hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Und es wäre natürlich schön, wenn wir Sandor Wörösch wieder ein Stück weit lebendig kriegen, obwohl ich neben den vielen, neben dem, was uns verloren gegangen ist, bereits in der ungarischen Literatur eher schwarz sehe, dass wir ihn nochmal genauer kennenlernen werden. Wir wollen uns ein Jahrzehnt weiter bewegen, die 1980er Jahre, und fangen wieder in Deutschland an und kommen zu jemand, der hier auch gar keinen so großen Namen mehr hat, der aber einen großen Namen hatte, Ernst Herbeck. Ein österreichischer Dichter, der über Jahrzehnte in der Landesnervenklinik in Gugging beheimatet war und von seinem Arzt Leo Navratil, der damals ein berühmtes Buch Literatur und Schizophrenie geschrieben hat, zum Schreiben angehalten wurde. Und Herbeck wurde von vielen Autoren seither in hohen Ehren gehalten, neben Navratil, auf den sich dann viele bezogen. Auch vorher bei W.G. Sebald gibt es eine ganze Passage über ihn. Jüngst, darüber reden wir dann am Schluss drüber, bei Clemens Setz, der ihm vielleicht die jüngste Ehre erwiesen hat. Und auch noch auf ein Buch, was ich kurz erwähnen möchte, Heiner Kipphardt-Merz, auch so ein Roman, den kaum einer mehr kennt. Das ist eigentlich auch Ernst Herbeck alias Alexander. Ganz tolle Sachen, und was der Mann gemacht hat, darüber sprechen wir gleich mit einem ganz kleinen Gedicht. Ja, tatsächlich, ein ganz kleines, ganz zartes Gedicht, das heißt Heimweh. Ich habe nicht nur Heimweh, sondern sogar mehr. Das Heimweh ist eine Qual außerstande. Man kann die Auswärtigkeit nicht aushalten. Ich möchte gerne heim. Das ist natürlich ein ganz tolles Gedicht. Man muss es sich bitte nochmal in Ruhe anhören, anlesen, vor Augen halten. Aber was fasziniert Sie daran? Es gab, glaube ich, in den 80er Jahren zumal so eine große Begeisterung für das produktive schizophrenen Schreibens. Und ich glaube, darin steckt so ein ungeheures Stück Romantisierung dahinter. Ist da nicht auch eine Gefahr dabei gewesen? Also ich komme ja, wie schon erwähnt, aus der freien Kunst, und natürlich hat da die Sammlung Prinzhorn eine große Rolle gespielt und rundherum auch alle moralischen Debatten. Und man muss Ernst Herbeck schon mit Abstand bewerten. Er war quasi nicht genuin aus sich schöpferisch tätig, sondern Leo Navratil hat ihm Aufgaben gegeben. Er hat diese Aufgaben erfüllt. Und am Ende, das ist ja eines der ganz späten Gedichte, auch da habe ich mir wieder Knotenpunkte gesucht. Das Gedicht ist deshalb interessant auch. Also 1980 wurde er aus Gugging entlassen und er wurde wieder bemündigt. Nach über 30 Jahren. Und wurde in ein Pensionistenheim quasi überstellt und war frei. Und kurz bevor er, oder was hat er sich gewünscht? Er hat sich den Rückzug nach Gugging gewünscht. Also er war so einsam. Und Heimweh ist deshalb so interessant, weil das Heim, erstens Heim und Weh, das meint auch das Heim, das kann auch die Anstalt meinen. Weil das deshalb ein Gedicht ist, das aus der Freiheit eigentlich wieder in die geschlossene Anstalt möchte. Nach Gugging zurück, direkt an der Grenze. Und das finde ich erstaunlich, wie da der Heimweh-Begriff nach all den Jahrzehnten in Gugging schon besetzt ist. Das finde ich erschütternd. Tatsächlich, das ist sein Zuhause geworden letztendlich. Das ist das eine, was mich daran so wahnsinnig fasziniert. Und jetzt unabhängig von Leo Navratils, also er hat ja quasi eine ganze
Theorie ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat seine Probanden, nenne ich das jetzt mal, PatientInnen sehr genau beobachtet und studiert, um auch eine Art Sprachtheorie abzuleiten. Ich finde das alles mit großer Vorsicht zu genießen. Das mindert aber wiederum nicht die Texte von Ernst Herbeck, die, glaube ich, zu Recht, ich wüsste eigentlich keinen Kollegen, der Ernst Herbeck ablehnen würde. Ganz im Gegenteil, das löst immer große Freude auf, weil es eine spielerische Leichtigkeit in diesen Texten gibt, die phänomenal ist. Ganz kurz habe ich die Krankheitsmatrize ausgeschaltet im Hinterkopf. Und Clemens Jadsetz, Sie sagten es schon, hat sich mehrfach verdient gemacht. Jetzt auch in dem neuen Band, das Summen der Bienen, wo es um Plansprachen geht, gibt es auch noch mal ein wunderbares Kapitel zu Ernst Herbeck und über das wundervolle Wort Eleanor. Was den Clemens Jadsetz an ihm zunächst fasziniert hat, war ja eine Art von automatischem Sprechen. Er hat Experimente gemacht mit seinem iPhone und der automatischen Wortergänzung. Und ich finde diesen Vergleich ein bisschen problematisch. Denn in dem, was Herbeck gemacht hat, das mag keine Kunstproduktion gewesen sein, in dem Sinne, dass hier etwas bewusst gestaltet wurde. Und trotzdem hat es eine hohe Ausdrucksqualität, die man eigentlich authentisch nennen müsste. Da steckt ja was drin, was ihn wirklich bewegt hat. Und das kann man nun einem Algorithmus nicht wirklich nachsagen. Ich stimme rundum zu. Genau, ist eine ganz schwierige Parallele. Es geht ihm natürlich um das spielerische Moment, das verstehe ich. Aber ich würde da auch ungern Parallelen setzen. Und vielleicht ist noch das Interessante, jetzt haben wir uns sehr kritisch über Navratil geäußert, mehr oder minder am Rande. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es im Prinzip ein über 40 bis 50 Jahre langes Gespräch, das zwischen beiden stattgefunden hat. Also es ist fast schon ein Gedicht, an dem beide gearbeitet haben, mehr oder minder. Es gab ein Motto, es gab einen Titel und dann hat Herbeck quasi das Gedicht die Aufgabe erfüllt. Also da ist auch Navratil drin, das darf man auch nicht vergessen mit seinen Vorgaben. Und ich hätte jedes andere Gedicht auswählen können. Es ist voller Schätze, voller Fundstücke und es nutzt sich auch nicht ab. Es ist auch gut, Ernst Herbeck wird, glaube ich, immer mit uns weiterleben können. Es ist ein Buch, das man immer wieder lesen kann, glaube ich, in jedem Lebensalter, wenn man so will. Das absolute Gegenteil zu Ernst Herbeck wäre jetzt eigentlich Helmut Heißenbüttel. Frau Gase, den haben Sie mitgebracht. Es heißt immer in jedem Text über Sie, er sei Ihr Mentor gewesen. Was das genau heißt, müssen Sie noch mal erklären. Dass er Ihr Auftraggeber war beim Rundfunk, für den er jahrzehntelang gearbeitet hat, ist mir klar, dass er Sie überredet hat, mit dem Ungarischen wieder in Berührung zu kommen, ist mir auch klar. Aber was heißt eigentlich diese Mentorenrolle in Bezug auf Heißenbüttel? Das müssen Sie diejenigen fragen, die diesen Ausflug geprägt haben. Ich wehre mich seit Ewigkeiten dagegen. Heißenbüttel hat beim Radio SE in Stuttgart gearbeitet, von 1959, wie gesagt, ich kann mir keine Zahlen merken, bis 81, bis er sich nach Norddeutschland, wo er auch gekommen ist, zurückgezogen hat. Ich habe zunächst in der Stuttgarter Zeitung meine ersten Texte, die weder Gedicht noch Prosa waren, veröffentlicht. Und dann schickte man mich zu Heißenbüttel. Und der Heißenbüttel hat dann aus diesen Texten eine Sendung fabriziert. Und außerdem hat er mich gebeten, mich in Ungarn umzuschauen, um eine Sendung zusammenzustellen. Da habe ich alle meine Grundleute kennengelernt, Esterházy und Nádas. Und nicht Tolnai übrigens, das sage ich dann später noch. Und als die Sendung dann fertig war, hat er sich zwar sehr gefreut und für sich selbst Peter Esterházy erst entdeckt, denn der war nur im Insiderkreis bekannt, hat mir aber dann gesagt, ich hätte diese Sendung machen sollen, weil Hannah Arendt gesagt habe, dass jeder mit seiner Muttersprache die eigene Logik ausbildet. Und deswegen dürfe ich meine Muttersprache nicht vernachlässigen. Da gebe ich weder Heißenbüttel noch Hannah Arendt recht, aber es ist wunderbar, dass ich zum Ungarischen zurückgefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich dadurch logischer geworden bin. Mir gefällt an Helmut, also das ist die Beziehung zwischen Heißenbüttel und mir. Er war nicht mein Mentor, er war ein unglaublich wunderbarer Gesprächspartner, ein verschmitzter, witziger, schon wieder ein Autor, der schon durch seinen Beruf im Rundfunk hoch interessiert an anderen Autoren und Autorinnen war. Und zum Beispiel Ernst Jandl entdeckt hat, die den Nouveau Roman in Deutschland überhaupt bekannt gemacht hat. Das war eine wöchentliche Sendung, sein Radio-Essay. Und
Da hat er wöchentlich wirklich irgendeine Neuigkeit gebracht mit einem wunderbaren Sensorium für viele Möglichkeiten, für viele Erneuerungen in der Literatur. Er war aber, obwohl er sich mit so vielen Leuten beschäftigt hat, war er kein Gruppenmensch. Das hat er immer wieder betont. Und das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen Pasteur und Heißenbüttel. Pasteur war glücklich, zu Ulipo zu gehören, und Heißenbüttel war ganz für sich allein. Er war für mich die Avantgarde. Ich habe übrigens ein Büchlein über ihn geschrieben, finde ich jetzt nicht. Und da heißt es Helmut Heißenbüttel ganz vorn oder weit vorn. Weil man Avantgarde ja heute nicht mehr sagen sollte, das klingt so altmodisch wie das Gegenteil von Avantgarde. Deswegen sehe ich ihn ganz weit vorn. Und ich möchte jetzt ein Gedicht lesen. Darf ich noch einmal, bevor Sie das tun, darauf hinweisen, dass er mir als jemand erscheint, der sehr kühl mit Sprache umgeht. Er war ja der Meister des Zitats, des Samplings, jemand, der trotz eines bewegten Lebens, er hatte eine schwere Kriegsverletzung, hatte nur einen Arm, bewegte eigene Geschichte hatte, der aber in seiner Literatur eigentlich so gut wie nie von sich gesprochen hat. Und dieses Gedicht, was Sie mitgebracht haben, erscheint mir fast so etwas wie so ein Anti-Heißenbüttel, in dem hier wirklich auf den körperlichen Verfall hingewiesen wird und auf etwas, aber nicht was... Aber nicht auf sein eigenes. Also er hat nicht auf sein eigenes, aber dass sowas überhaupt in den Fokus gerät, finde ich schon erstaunlich bei ihm. Ah ja, Körperliches gibt es bei ihm schon einiges. Manchmal ist er so körperlich, dass ich schon einen Schritt zurück tue. Ich wollte das auch erwähnen, dass er kein leichtes Leben hatte, nachdem er mit 20 Jahren seinen linken Arm verloren hat. Und das hat ihn immer gestört, obwohl er verschmitzt, wie er immer war, sagte, wenn man einen Arm schon verlieren muss, dann lieber mit 20 als mit 30, weil man sich dann noch ein bisschen zurechtrücken kann. Also ich empfinde seine Sprache nicht kalt. Ich empfinde ihn immer wieder verschmitzt. Auch seine Titel finde ich sehr interessant. Möchte ich gleich hinzufügen. Mein Lieblingstitel ist, wenn Adolf Hitler den Krieg nicht gewonnen hätte. Also damit greift er. Wir sind jetzt in den 80er Jahren. Und in den 80er Jahren gab es Federliteratur. Beginnen in den 70ern. Und ich finde es sehr interessant, dass Helmut Heißenbüttel mit diesem Titel, wenn Adolf Hitler den Krieg nicht gewonnen hätte, im Grunde genommen einen Riesenbeitrag leistet. Das Gedicht, das ich jetzt vorlese, gehört zu seinen Gedichtgedichten und ist in diesem Zusammenhang schon einmal ein Zitat, weil die Gedichtgedichte hat Pasteur erfunden. Und außerdem gehört das Gedicht oder schrieb Heißenbüttel das Gedicht für Sergei Kolar. Zeitraffergedicht heißt es. Dies ist der Prozess, dass man Jünglinge hat auftauchen sehen, die über Nacht fettleibige, rauhaarige, alte Männer geworden sind. Das Foto, das ich 1960 in Köln, Brüderstraße von Peter Hertling gemacht habe, hager, Zigarettenrauch vernebelt, verwandelt in das Doppelkinn zwischen den langhaarigen Jünglingen, die ihn tragen, seinen Söhnen, 1983. Dies ist der Prozess, dass ich die Erinnerungsbilder behalten habe, aber die Reihenfolge immer durcheinander bringe, wie in einem Karton voll Familienfotos. Zu beneiden, wer kein Gedächtnis hat. Diese scharf aufreißende Spur durch mich hindurchgezogen, keine Versöhnung, kein Glanz des Abends, des Lebens. Rascher nimmt Vergangenheit zu, Zukunft schneller ab. Wählte der Rest nicht schon wie der Schwanz der verendenden Katze? Dies ist der Prozess, wie die ruckhaften Veränderungen der Wolkenbilder auf dem Satellitenfilm im Fernsehen. Wir behalten Bilder, aber nicht Datum und Uhrzeit, sagt Sergei Kolar am 19. Januar 1984 im Fernsehen. Knotenschrift der Erinnerung. Dies ist der Prozess. Viel Wunderdinge melden die Märchen alter Zeit, sei er doch keineswegs so jung aus wie einer jener Glücklichen, die immer 42er bleiben. Ich habe dieses Gedicht
unter anderem deshalb ausgewählt, weil es uns ja widerspricht. Also wir suchen die Jahrzehnte und Heisenberg sagt, dass wir zwar eine gute Erinnerung haben können und Bilder haben können, aber diese nicht datieren können. Und ich finde es sehr witzig, dass wir jetzt datieren. Ja. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass Jiří Kolla ein Dichter war, aber vielleicht noch mehr als das ein ganz begabter Collageur und auch ein Widerstandskämpfer, der ein Freund von Václav Havel war. Also auch da gibt es ganz erstaunliche Dinge, und die bei Kolla zu entdecken wären, dem man sich mal eigens widmen müsste. Ja, überhaupt. Die ganze Zeit über sind wir bei solchen Verknüpfungen und man könnte im Grunde genommen stundenlang dann weiter weggehen von den Personen, von denen wir reden, und dabei dann auch Sachen vergessen. Ich möchte, obwohl es zu spät ist, zu Sándor Vörös noch nachholen sagen, dass er Bibliothekar war und dass er mir mit seiner ganzen Art, mit seiner östlichen, westlichen, weltinteressierten Art an Jorge Luis Borges erinnert, der ebenfalls Bibliothekar war. Und ich sehe diese zwei verstorbenen, alten, wunderlichen Personen sehr gern neben mir, nur weil wir es von Verknüpfungen reden. Um weit wegzukommen, muss man auch im eigenen Land nicht unbedingt weit gehen. Es reicht, sich in die Lausitz zu begeben, wo das Sorbische gesprochen wird von wenigen Menschen und von niemand besser als von Quito Lorenz, der der größte Dichter sorbischer Sprache war, den es gegeben hat. Man muss aber dazu sagen, dass es nicht seine Muttersprache in dem Sinne war, sondern dass er aus diesem Kulturkontext kommt, aber dass er erst mit 9 oder 10 Jahren angefangen, sich das beizubringen und dann das rekonstruiert hat und sich für diese Kultur eingesetzt hat. Haben Sie ihn mal noch kennengelernt? Nein, ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich war, als ich jünger, tatsächlich mal zu einem Festival sorbischer Literatur. Und ich glaube, er war dabei, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr wirklich, also zu lange her, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Und ich habe ihn kurz verfasst. Ich wollte ihn noch zu einer anderen Lyrikveranstaltung einladen, da war er aber schon zu krank. Also er konnte nicht mehr kommen. Genau, leider. Wir hören jetzt Quito Lorenz in einer Aufnahme aus dem Haus für Poesie. Er war vor seinem Tod hier noch zu Gast. Ginge ich nach Haus, wäre das Haus noch da. Ginge ich in das Haus, wären die Eltern darin. Spräche ich zu den Eltern, wäre ich ein Kind. Und Vater müsste in den Krieg. So hätte ich die Mutter allein. Könnt ihr meine Schularbeiten zeigen, die ersten Buchstaben, die Wetterschatten der Bäume, die Schneeschlangen auf den Ästen. Über die Löwenzahnwiese im Mai, unter den Ebereschendolden im Herbst käme ich von den Erdbeeren oder Wasserrüben. Die Mutter hebt den Schürzenwinkel und trocknet sich die Hände ab. Sie lächelt schöner als die Sonne und sagt etwas nur für mich. Das Sorbische ist eine slawische Sprache. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt offenbar innerhalb dieser winzigen Sprache noch Ausdifferenzierungen, wo es mal eher ins Polnische geht und mehr ins Tschechische. Und man kann das sich gar nicht vorstellen, in welchen Traditionen bewegt sich diese Dichtung. Ist die auch slawisch orientiert oder ist ihr in einer deutschsprachigen Tradition zu Hause? Das kann ich Ihnen gar nicht wirklich beantworten. Ich glaube, dafür kenne ich mich zu wenig mit dem Sorbischen aus. Das muss ich gleich gestehen. Da sollte man auch gleich mal Roša Domašina erwähnen. Die möchte ich nicht vergessen, die mindestens genauso viel dafür tut und wichtig ist, eine wichtige Stimme. Ich bin jetzt natürlich von Ernst Herbeck zu Quito Lorenz gekommen, die sich das Gefühl des Heimwehs teilen. Und natürlich gibt es auch, Sie haben das vorhin kurz erwähnt, recht am Rande, ich greife es nochmal auf, dass in vielen der Texte Sprache als Material oft im Vordergrund steht oder mit ihrer eigenen, wie soll ich das sagen, Dynamik, die sich durch das Material ergibt. Es gibt öfters Texte, wo Permutation, Wiederholung eine Rolle spielt. Und das ist ja ein wunderbares Beispiel, wie quasi aus dem Größeren man sich auf das Kleine verknappt. Und was, glaube ich, ganz, das ist ja die wunderschöne Ausgabe, warum wir uns an Quito Lorenz wieder erinnern, ist auch Peter Handke zu verdanken, das muss man sagen, der diese wunderbare Ausgabe zusammengestellt hat. Und
auch nochmal sagt, Guido Lorenz, das ewige Kind. Und es gibt in diesem Text natürlich auch etwas Verschmitztes. Und eigentlich spricht das Gedicht auch in dem Sinne ab, wo es um etwas ganz Eigenes geht. Und zwar am Ende verschweigt es das Wichtige eigentlich. Also das, was die Mutter sagt, gehört nur ihm, dem Kind. Das wird verschwiegen. Und dieses Verschmitzte finde ich tatsächlich sehr emblematisch für Guido Lorenz. Und warum ich ihn auch noch mitgeholt habe, er ist auch ein Unterhändler, wenn man so will. Und zwar hat er in Wuschke gelebt, lange Jahre lang. Wir wissen, wer da auch alles gelebt hat. Elke Erb zum Beispiel, Heinz Schischowski. Und jetzt können wir endlich Karl Mickel mal mit ins Boot holen, der auch mehr oder minder zu diesem Kreis gehört, auch Adolf Endler. Und auch deshalb habe ich mich für Guido Lorenz entschieden, weil Karl Mickel kam jetzt noch nicht tatsächlich vor, außer mal als Namensgebender der Reihe. Ich habe leider auch kein Gedicht mitgebracht, aber so wenigstens ein Ort, der sie alle verbunden hat in der Lausitz. Und ich glaube, Elke Erb ist dort auch immer noch sommers zugegen. Dies ist das Jahr, in dem Ilse Eichinger ihren 100. Geburtstag feiern würde. Das ist aber nicht der Grund, warum Shoshana Gase sie mitgebracht hat. Eine ganz wunderbare Wiener Autorin zuletzt, die vor wenigen Jahren, 2016, gestorben ist. Sie hat eine bewegte Geschichte. Ein großer Teil ihrer Familie kam im Holocaust zu Tode. Sie selber ist dem als Mischling ersten Grades, wie man das damals nannte, entkommen. Aber das sind alles nur so Spuren, die sich in ihren Texten finden. Die leben von einer ungeheuren Klarheit und Verdichtung, aber auch von einer tiefen Verrätselung. Und Sie haben einen Text mitgebracht, der ist Teil der Frage. Auch da weiß man gar nicht, wo man genau ist. Bevor Sie den lesen, erklären Sie doch noch mal vielleicht, wo sind wir denn da in diesem Text? Für mich ist Ilse Eichinger ein Stück vom Donaukanal. Sie ist überhaupt ein Stück für mich aus Wien. Sie hat ja Wien topografisch sehr genau in vielen, vielen Texten beschrieben. Und ihre Donaukanal-Gedichte hat mich immer sehr berührt. Also umgekehrt, wenn ich den Donaukanal sehe, sehe ich auch Ilse Eichinger vor mir. Und alle diese Gedichte um Wien herum beschreibt sie wie Filme. Das Filmische an ihren Texten interessiert mich. Und wegen des Kanals und wegen der Wasserbeziehung kam ich zu diesem Gedicht. Weil wo ich auch ansetze, bei welchem Donaukanal-Gedicht auch ansetze, sie driftet immer ab. Sie beginnt erst mit dem Wasser, mit dem Fluss und landet dann ganz anderswo mit den Gedanken. Und in diesem Gedicht sehe ich am meisten das Filmische, die Szene. Teil der Frage heißt das Gedicht. Hoch auf dem Platze steht das Wasser, die Luft steigt noch in Blasen. Doch was sie singen, dringt nicht mehr zu mir. Die Fische kreisen um die Kirchentüren. Wer gibt mir Antwort? Soll ich in den Berg oder ins Haus mit denen, die mich lieben? Und im weiten Blick das Knirschen aller Schritte noch einmal? Wie schwarz mein Land wird. Nein, kein Hauch, kein Schläfer mehr zu seinen Gunsten, nicht zu seiner Zeit. Wichtig war mir zum Beispiel auch nicht dieser Schluss, nicht zu seiner Zeit. Ich glaube, Ilse Eichinger hatte immer Mühe mit der Zeit, schon aus den Gründen, die Sie genannt haben, wegen den Kriegserlebnissen. Sie hat ihre Zwillingsschwester nicht verloren, aber die Zwillingsschwester wurde rechtzeitig noch nach England gerettet, wo sie bis zu ihrem Tode lebte. Sie wurde von allen verlassen. Später war sie mit Günter Eich verheiratet und sie hat Günter Eich früh verloren. Sie hat einen dichtenden, schriftstellenden Sohn gehabt, Clemens Eich, der in frühen Jahren schon gestorben ist. Also sie hat sehr viel hinnehmen müssen und je mehr sie hingenommen hat, desto stiller wurde sie. Und unter anderem habe ich dieses Gedicht auch ausgesucht für die 80er Jahre, weil gerade in den 80ern hat Ilse Eichinger kaum was geschrieben. Also dieses nicht zu seiner Zeit sitzt dieses Gedicht in den 80ern, wo sie so ganz, ganz wenig geschrieben hat. Und dann hat sie den Film entdeckt und hat Kommentare zu Filmen geschrieben in verschiedenen österreichischen Zeitungen und hat dadurch auch eine ganz neue Sprache gefunden. Eine sachliche, weniger lyrische Sprache. Aber ich wollte sagen, kennengelernt habe ich Ilse Eichinger in der Schule mit ihren Knöpfen.
Das war damals Schullektüre, als ich noch ins Gymnasium ging. Und für mich war das eine so wunderbare, klare, überdeutliche Beschreibung des Krieges und des Schreckens, was da Einzelne erlebt haben, dass mir keine Literatur mehr darüber hinauskam. Also nichts hat mich mehr beeindruckt als diese Knöpfe. Ein Hörspiel, wie gesagt, aber auch das vollkommen filmisch. Zwei Dinge fallen mir noch ein. Zum einen habe ich eine zweite Version dieses Gedichts gefunden, von dem ich nicht weiß, ob sie vor oder nach der von Ihnen ausgewählten liegt. Da endet nämlich die letzten vier Zeilen lauten: Wie schwarz mein Land wird, nur tief unten krümmt sich grün die Zeit. Also da ist nochmal eine andere Hoffnungsperspektive drin. Das finde ich ganz erstaunlich. Aber ich wollte zurückkommen auf den Donaukanal. Ich meine, der Donaukanal ist eine etwas schiefe Metapher dafür, dass wir hier mit einem Sintflutgedicht zu tun haben. Wie lesen Sie das denn? Ist das etwas innerhalb der Zeit, außerhalb der Zeit? In welcher Weise kommt hier dieses Jahrhundert, das 20. Jahrhundert ins Spiel? Ich habe eher vor mir, dass sie vor dem Ertrinken davon rennt. Es ist für mich gar nicht unbedingt eine Zeit im Spiel, sondern ihre gesamte Zeit, dieses ständige Ertrinken, dieses ständige abgeholt werden. Und sie hatte auch ein Donaukanal-Gedicht, wo sie von der Arche Noah spricht. Und also das geht in so viele verschiedene Richtungen, deswegen meinte ich, diese Gedichte driften ab. Und bei diesem ausgewählten Gedicht, wobei mir Ihre Version besser gefällt, sehe ich die große Angst, dass schon bald wieder etwas schief geht. Und einmal in einem Interview sagte sie auch, wenn sie zu einem Treffen geht, zu einem Rendezvous geht und sei es mit einer ehemaligen Klassenkameradin, die ihr gar nicht viel bedeutet, und diese Klassenkameradin kommt nicht, dann bekommt sie entsetzliche Angst, dass schon wieder etwas nicht in Erfüllung geht, dass schon wieder etwas nicht klappt. Und dieses Grundgefühl ihrer Person, die natürlich ein Grundgefühl ist, die mit der Zeit zusammenhängt, sehe ich in diesem Gedicht. Und ich sehe darin, das sagte ich schon, dieses Filmische, dass man wirklich unter Wasser ist und die Fische sieht und hinaus will. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, sehr interessanterweise. Also ich kenne es aus Verschenkter Rat, daher ist die längere Version oder die andere Version. Und diese stammt ja aus Wo ich wohne. Und Wo ich wohne ist ja ein Gedicht von Günter Eich, das ebenfalls die Unterwasserwelt verhandelt. Ich öffne das Fenster und die Fische schwimmen herein. Und beide haben ja ganz oft Motive oder Topoi ausgetauscht und quasi wie so eine Art Kasiba-Literatur auch geschaffen. Ich glaube, die bisher auch noch recht unentdeckt ist. Und das ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Wir bleiben in Wien und doch nicht so ganz, denn wir reden von einem Herrn, der in Berlin geboren worden ist, Peter Waterhouse, 1956, ein Jahrgang, zweisprachig aufgewachsen als Sohn eines britischen Offiziers und einer Österreicherin. Und Sie haben über ihn gesagt, der steht für Sie für den Sound der 90er. Was der Sound der 70er ist, haben wir vorhin am Beispiel von Rolf-Dieter Brinkmann und Werner Söllner so ein bisschen erlebt. Da leuchtet mir das noch relativ ein. Was ist das, was für Sie das Essentielle hier ausmacht? Das war nur für die Mogelei. Also der Band, aus dem ich das Gedicht ausgewählt habe, ist Passim, ist 1986 erschienen. Und deswegen habe ich ich glaube, in die 80er passt er weniger als in die 90er. Aber grundsätzlich, ohne in diesen Kategorien weiter denken zu wollen, finde ich, Peter Waterhouse Sound ist überzeitlich. Also der ist für mich jetzt genauso aktuell. Also ist tatsächlich nicht zeitlich zu begrenzen, wie ich finde. Die sind immer frisch, diese Gedichte. Ja, das ist so ein Gedicht, das hat ziemlich viel Hand und nicht so unbedingt viel Fuß. Zumindest muss man da lange erst mal suchen, wo da er steht, der gute Mann. Aber vielleicht lesen Sie es erst mal vor. Ich lese es erst mal vor, genau. Über das, was die Hand ist und das, was in der Hand ist. Man nimmt ein Holz in die Hand und sagt, ich und der Festtag. Das Große verwandelt sich am Ende des Arms in eine zuversichtlich gehaltene Einzelheit. Selten. Warum? Selten. Die Hand ist nicht selten, aber sie öffnet sich zum anderen, ihrer Beständigkeit selten. In den Fingern spüren die Finger den Festtag, holzig, ein Gewicht, unnennbar, herstellend die einzelne Welt. Wir feiern in der vorsichtigen Hand das einzelne Fest. Einzelnes Fest.
Langsam. Was ist langsam? In den Bäumen verhält sich das Holz langsam. Es macht aus Einzeln und Einzeln Einzeln höher. In den Baumreihen ist lange gezögert worden. Wir spazieren mit viel Atemluft gerne durch das lange Zögern. Es ist um uns selten geworden. Das ist traurig. Wir sind traurig. Wir haben große Fragen, werden sie nicht stellen. Wir stellen nicht, wir gehen. Uns stellen als zuversichtlichen Wald unten eine große Anzahl von Schritten her. Darf gesagt werden, einzelner Schritt? Noch heißt alles Holz. Wir nehmen einzelne Feste zur Hand. Holz. Worum geht's da? Da geht's so ein bisschen darum, um das Verschwimmen der Grenzen von Subjekt zu Objekt, vom eigenen belebten Körper zu einem fremden, nicht so wahnsinnig belebten Körper, zum Menschen, der selbst Holz und dann Wald wird. Welche Art von Bewegung lesen Sie darin? Das kommt, glaube ich, meiner Leseweise schon sehr nahe. Und was hier immer subjektiv sozusagen, welche Leseweisen ein Gedicht einem Leser anbietet. Der Leser liest ja mit. Und ich glaube, schon solche Fragen nach Bedeutung würden Peter Waterhouse selig lächeln lassen oder nach Interpretation. Für mich ist es natürlich etwas, was mich bei vielen Texten, die wir heute dabei haben, fasziniert. Und zwar ist das diese ganz basale Sprache, also das Ausgehen von dem Wort Holz, von etwas, das fest ist, zum Festübergehen, also zur Festlichkeit, von einem tatsächlich unbelebten Gegenstand zum belebten Gegenstand, zu den Bäumen, wie etwas höher und höher sich stapelt. Das ist fast schon ein meditativer Akt. Und es gibt so vieles, das fasziniert. Ich habe dieses Gedicht ausgewählt und hätte auch wieder jedes andere nehmen können aus diesem Band. Also es ist quasi fast schon eine Verlegenheitslösung, dieses zu nehmen. Alle sind, obwohl sie ganz, ganz unterschiedlich sind, extrem programmatisch für Peter Waterhouse, würde ich sagen. Und es gibt von ihm ja auch so schöne Äußerungen, wie, dass er gar nicht versteht, dass ein Gedicht einen Abschluss haben muss oder kann. Sie hören irgendwann auf. Und ich finde aber bei diesem Gedicht, bei vielen anderen würde ich das tragen, würde sagen, die könnten noch ewig weitergehen. Aber dieses führt auch fast wieder in ein Rondo zurück zum Holz, also zum Ausgangspunkt. Also ich finde es ja vielleicht ein Kriterium von Dichtung überhaupt, dass es die Entrückung des Menschen aus seiner Ich-Zentriertheit betreibt. Das ist jetzt nicht erst ein Zug dieses Zeitalters, obwohl es bestimmt vermehrt stattgefunden hat jetzt, ja, wenn man von dieser Anthropozän-Lyrik spricht. Aber ich wollte Sie nochmal fragen nach dem leisen Lächeln von Peter Waterhouse. Also ich glaube schon, es ist ja nicht ein großer Verrätsler. Und das ist ja noch recht zugänglich im Verhältnis. Das weiß ich gar nicht, ob er ein bewusster Verrätsler ist oder ob wir rätselhafte Leser sind. Es gibt einen unglaublich großen Anspielungsreichtum, auch in Passim wie in vielen anderen Bänden auch. Er hat über Celan promoviert. Natürlich gibt es auch da, hier kommt auch ab und zu Luke Beckett oder auch Wittgenstein durch das einzelne Gedicht. Ich würde ihn aber keinen großen Verrätsler nennen. Und was vielleicht auch, warum dieses Gedicht auch ganz besonders auswählenswert war, ist das Wort langsam. Ich finde, langsam ist auch ein Wort, das Peter Waterhouse gerade mit seiner Übersetzerwerkstatt, auf die werden wir später vielleicht noch zu sprechen kommen, mit dem Versatorium, einer, der die Langsamkeit wieder kultiviert, sowohl im Lesen, in Leseprozessen, als auch in Übersetzungsprozessen. Vielleicht ist ein Problem dieser vielen Gedichte, die wir vorstellen, die so viele Stimmen entfalten, dass wir jeweils immer nur einen ganz kurzen Ausschnitt hören. Und sie wirken dann sehr viel rätselhafter, als wenn wir die Gelegenheit hätten, drei oder vier oder einen ganzen Band von ihnen zu reden. Das war eben der große Einwand, den Jory Graham mal gegen Anthologien gemacht hat. Also wenn man von jedem nur ein Gedicht hat, merkt man gar nicht, welche Zusammenhänge da sind, welche Entwicklungen sich entfalten und so weiter. Und vielleicht ist es in ganz besonderem Maße bei Otto Tolnai der Fall, den Sie mitgebracht haben. Ein Ungar, der aber aus der serbischen Vojvodina kommt, an der Grenze zu Ungarn lebt, Jahr 1940. Und wenn Sie das vielleicht uns erstmal vorlesen, bevor Sie drüber sprechen, werden wir erstmal nicht verstehen. Aber es ist dann doch sehr schnell zu verstehen, wenn Sie es uns erklären vielleicht. Ich möchte aber vorher etwas erklären, weil von Otto Tolnai ja schon die Rede war. Ursula Kalas hat schon sehr schön über ihn gesprochen und diesen serbischen Autor betont, der jenseits der Grenze lebt. Und für mich lebt er nicht jenseits der Grenze, sondern er ist ein ganz großer
Ausloter der ungarischen Sprache. Und über die ungarische Sprache werde ich dann später erst reden. Aber das ist mir ganz wichtig, dass keiner die Sprache so gut benutzt und ausnutzt und auslotet wie Dolnay. Und dann haben Sie bei diesem Gespräch mit Orsolya Kallas, Sie, Herr Dotzauer, gesagt, es würde Sie interessieren, wie diese Ostautoren über den Westen denken. Und deswegen habe ich ein Westgedicht ausgesucht. Aber das ist jetzt sehr lang, was ich lesen werde. Das Blut quillt mir aus dem Mund. Auf meiner letzten Deutschlandreise war es ein ziemlicher Schock, als ich sah, es hatte sich im Tübinger Studio des Stuttgarter Rundfunks ereignet, ein kleines Hörspiel für sich. Ich war jahrelang selbst beim Rundfunk. Als ich sah, was sie für selbstverständlich hielten, dass ich auf Deutsch vorlesen sollte, das wäre mir, weiß Gott, nie eingefallen. Doch keine Widerrede, das rote Lämpchen leuchtete. Ich musste zu lesen beginnen, hatte eine zweisprachige Anthologie vor mir liegen. Ich musste zu lesen beginnen, die eigenen Gedichte auf Deutsch. Zu hören war ein Krachen, ein Bersten, die Pfeiler der goldenen Zahnbrücke vom Eis zerstoßen. Die Goldbrücke über meinen Zähnen war zerbrochen. Oder es war, als hätte ich Glas zu essen begonnen. Der erste Bissen war noch klein wie eine Hostie. Wer würde nicht am Altar anderer Sprachen mal opfern? Ja, es war, als hätte ich Glas zu essen begonnen. Als Kind sah ich einmal einen Mann in der Dorfkneipe. Er aß Eisen und Glas. Ich war gebannt vor dem Auftritt. Vor unseren Augen aß er ein halbes Fahrrad. Hinterher aß er noch einige Gläser. Er trank sie, hätte ich beinahe gesagt. Verschlang sie gemütlich. Und ich sag ja, ich sah ihn aus nächster Nähe. Nicht ein Tropfen Blut an seinen Lippen. Ich aber meinte dort im Tübinger Studio, dass mir das Blut zum Mund herausquillt. Und Redakteure, Tontechniker, betrachten das Blut, wie es quält. Sowas haben sie noch nie gesehen. Nach der Lesung rannte ich zur Toilette, um mir das Gesicht zu waschen, ins Papierhandtuch zu drücken. Aber trotz Aufregung beobachtete ich dann, so oft ich Deutsch zu lesen hatte, wie ich zum Original schielte, zu schielen versuchte, um etwas von meinem hohen Gesang herüberzuschmuggeln. Was beinahe klappte, solange ich nicht an Gläser stieß. Deckenleuchten, Kristallfische, azurne Siphonflaschen. Und wieder das Blut an den Lippen fühlte. Was vor dem Publikum, dem Mikrofon oder der Kamera überaus unangenehm ist, da die Dichtung längst nicht so wildromantisch ist. Längst nicht so bildromantisch mit Blut etc. Meine Tasche ist voller Papiertücher, aber ein Handtuch um den Hals. Und als ich später neue Gedichte schrieb, fiel mir auch dort in Tübingen gab es neue Gedichte, Hölderlin, Hesse und im Band von Celan, der, und das ist merkwürdig, ebenso des Plagiats beschuldigt wurde, wie später dann Danilo Kisch. Als ich nun neue Gedichte schrieb, dachte ich an die bevorstehenden rauen Lesungen, und sobald schon beim Schreiben das Blut floss, strich ich die Metaphern bedenkenlos. Die Dichtung ist längst nicht so. Die merkwürdigen Eingebungen. Jetzt verzichte ich auf die gläsernen, irisierenden Poesie. Lebe mit Wörtern, die beinahe nur eine kleine private Sprache. Sie, nur für mich geht es immer um Minderheiten. Eine kleine private deutsche Sprache darstellen. Weil mir seitdem in allen meinen Gedichten auf Lösklumpen, marmornen Pietas, Computertasten, geologischen Rillen des Google-Hubs, Ameisen aufzutauchen scheinen. Woher zum Teufel Ameisen mitten im dicken Winter? Soweit also Dolnay. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon aufgefallen ist, das Gedicht geht wesentlich weiter, dass seine Gedanken immer wieder abzuschweifen versuchen. Und
Es ist so im Ungarischen, das Ungarische unterscheidet sich vom Deutschen nicht nur, was man ja immer wieder sagt und was Oscar Kollas auch schon betont hat, dass man kein er, sie, es hat, also kein Geschlecht in der Sprache hat, sondern dieses Ungarische ist im Gegensatz zu allen indoeuropäischen Sprachen, die wir ja jetzt hatten. Wir hatten ja nur indoeuropäische Sprachen. Dieses Ungarische verschmelzt die Satzbestandteile. Es geht nicht um Prädikat und Subjekt und Objekt, sondern manchmal reicht nur ein Teil von diesen drei Möglichkeiten, um einen Satz zu bestimmen. Und dadurch kommen so Unschärfen heraus. Und die Unschärfen, die kann man zu überwinden versuchen, wie zum Beispiel der schon erwähnte Tandori, wenn er ein Blatt beschreibt und das ganz logisch tut. Aber man kann dieses Taumeln der Sprache, was die Sprache ganz natürlich in sich hat, auch betonen. Und das macht Tolnai. Er betont das Taumeln der Sprache, der Logik. Und deswegen schweift er immer wieder ab. Ich müsste jetzt natürlich lang erzählen über die Mühen, die ich bei der Übersetzung hatte oder bei den Übersetzungen hatte, weil ich kann ja nicht so auf Deutsch taumeln, wie man auf Ungarisch taumelt, sonst meint man, ich hätte gar nichts verstanden. Aber ein bisschen taumeln muss ich doch herüber retten. Und das ist sehr schwierig gewesen. Keine Übersetzung war für mich so schwierig, wie seine Sätze ins Deutsche zu bringen. Und damit wollte ich halt das Ungarische charakterisieren. Aber damit man nicht meint, dass das Ungarische nur taumeln kann, topografisch kennt es sich wunderbar aus. Es ist ein Reitervolk und es muss sehr genau und schnell wissen, ob es links abbiegt oder rechts abbiegt oder geradeaus weiterreitet. Das kann das Ungarische auch und damit spielt Tolnai übrigens auch. Und er wirkt so versonnen in seinen bekanntesten Gedichten, die Kollas ja auch zitiert hat, in seinen Beschreibungen der Umgebung in der Vojvodina, in der er lebt, dass man ihn für so einen ländlichen Dichter halten könnte, aber das ist er nicht. Er ist ein ganz wacher Mann, der in den Jahren, als es in Ungarn noch eine strengere Zensur gab, viele ungarische Autoren, die im Lande, also in Ungarn, nicht publizieren konnten, nach Serbien gerettet hat. Er hat nämlich eine Zeitschrift herausgegeben und geleitet, UIS Symposion, also Neues Symposion hieß die Zeitschrift. Und da konnten Ungarn publizieren, als es in Ungarn noch nicht erlaubt war. Das finde ich zum Beispiel eine sehr intellektuelle Leistung. Und wie er schon erwähnt hat, er hat auch beim Rundfunk gearbeitet. Er hat ein Schauspiel geschrieben mit dem Titel Bayern, also die Bayer Aspirin-Tablette. Er war sehr interessiert an allen Bewegungen im Westen und auch wenn er sich auf den Arm nimmt, dass er nicht deutsch, seine Gedichte nicht deutsch aussprechen kann, er spricht sehr gut Deutsch. Das Typische, was an ihm auch noch ist, was alle Autoren, die wir aus Ungarn nennen, ich nenne jetzt viel zu wenige, István Kemény möchte ich erwähnen, großartig, György Petri, leider schon verstorben, wunderbar, bitter und die grauen Zeiten in Ungarn beschreiben. Aber alle diese Autoren stammen aus Budapest, aber Tolnai stammt vom Lande und das ist der große Unterschied. Er könnte jetzt auch aus dem Osten des aus dem Osten des Landes, also aus dem Osten Ungarns stammen oder wie Wörös eigentlich aus dem Westen des Landes, dann käme er auch auf diese versonnene Weise, um das Ungarische auszuloten. Sie sprechen ja sehr zu Recht von der Sprache, die er pflegt. Ich wollte noch sagen, das Ganze stammt aus einem Band, der heißt Göttlicher Gestank. Und ehrlich gesagt habe ich Sie anmoderiert in der Hoffnung, dass Sie ein anderes Gedicht lesen würden, nämlich eine mediterrane Postkarte aus einem kroatischen Hafenort. Das macht aber gar nichts. Und deswegen wollte ich noch mal kurz und darauf zu sprechen kommen, auf die vielen Orte, die er verknüpft. Also wir waren es hier in Tübingen, in Berlin und wir wären da in Kroatien gewesen. Und wenn er in Kroatien ist, dann denkt er wieder an New York und so weiter. Also sie kriegen eine ganze Landkarte zusammen. Ja, genau. Und es ist eigentlich relativ egal, wo man einsteigt. Man hat immer Tolnai-Land vor sich. Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben? Ja, das versuchte ich ja eigentlich. Tolnai-Land bedeutet, dass er sehr genau hinschaut, wie zum Beispiel bei dem von ihm erwarteten Hafenstück, also Eisverkäuferstück. Und dass man aber nicht bei der Figur bleibt, dass man zwar eine Landschaft vor sich sieht, die er sehr genau auch von der Stimmung her zeichnet, aber dass er sich von dort weg bewegt. Also bei dem Eisverkäuferstück, bei dieser Ansichtskarte ist es ja auch so, dass er nicht wirklich dran bleibt. Und ich habe die
Ansichtskarte weggelassen, weil das Gedicht mit dem Blut quillt mir aus dem Munde schon ohnehin lang ist und ich habe es gar nicht zu Ende gelesen. Es geht ganz raffiniert weiter. Und auch kokettierend und augenzwinkernd geht es weiter. Also das Augenzwinkern ist auch bei seinen Landschaftsgedichten dabei. Und mir ist es wichtig, dass man ihn nicht darauf festlegt und dass man ihn nicht des Landes verweist, weil er nicht in Ungarn lebt. Das ist mir ganz wichtig. Und weil wir bei Peter Woderhaus gesagt haben, dass er zweisprachig aufgewachsen ist. Natürlich ist auch Dolnay zweisprachig aufgewachsen. Er spricht perfekt Serbisch, hat in Zagreb studiert, unter anderem Philosophie. Also auch da ist er nicht der Versonnene, der nur am Land klebt. Harter Schnitt zu Inger Christensen, die wir in dieser Reihe auch schon mehrfach kennengelernt haben, aber nicht mit diesem Gedicht, einem Gedicht vom Tod. Das ist, glaube ich, eine Figur, auf die sich alle einigen können, an der man auch nicht vorbeikommt und die wirklich aus dieser Zeit herausragt. Ja, ein Leben ohne Inger Christensen wäre doch wohl sehr trostlos, glaube ich, für uns alle. Und natürlich auch dies wieder eine Brücke von Peter Waterhouse zu Inger Christensen, der dem wunderbaren Band rausgegeben hat, ein elementares Gedicht zu Ehren der Erde, eine Auswahl ohne Anfang und Ende, damals im Residenzverlag, ich glaube, es war sogar noch vor dem kleinen Heinrich Verlag. Und entdeckt habe ich das Gedicht auch das erste Mal lesend, und zwar in dieser wunderbaren Zeitschrift, die es leider nicht mehr gibt oder die momentan schläft, der Prokurist. Deswegen habe ich auch die Zeitschrift mal mitgebracht, herausgegeben von Oswald Egger in regelmäßiger Folge. Ich glaube, der Leitspruch war, der Prokurist erscheint nicht, er taucht auf. Und da ist mir das Gedicht, dieses unglaubliche Gedicht, zum ersten Mal untergekommen. Und vielleicht noch, bevor ich anfange, auch das wird gekürzt. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Wir haben viele Auszüge dieses Mal. Fast nichts können wir komplett lesen. Und das Interessante ist, ich erinnere an Walter Höllerer und die Frage zum Langgedicht, die mal einen großen Disput ausgelöst hat. Wie lang darf ein Gedicht eigentlich sein? Das ist schön, dass wir uns diese Fragen gar nicht mehr stellen. Und das bringt uns auch zurück zu Shoshanas Stören im Endeffekt. Also ein kleiner Auszug vom Gedicht vom Tod. Nichts ist geschehen, tagelang sitze ich vorm Papier, aber nichts geschieht. Ich bin wie ein Kind, das mit Trauer gefüttert wird. Ich hebe meinen Arm, kann aber nichts schreiben. Ich bin wie ein Vogel, der all seine Artgenossen vergessen hat, öffne mein Schnabel, kann aber nichts singen. So sonderbar das Gefühl, schamlos an den Tod zu denken, wenn keiner, den man kennt, gestorben ist. Das macht, so oft man sich im Spiegel sieht, blickt man dem Tod in die Augen, ohne zu weinen. Als wäre er eine klare, vollauf verständliche Antwort, aber auf Fragen, die man nicht stellen mag. Ich kann nichts schreiben, das Papier ist leer wie gestern. Es wirkt so in sich gekehrt, weißlich und still. Dieselbe weißliche Farbe wie Schnee, wenn er alt wird. Und die Frostrinde bürst, aber nichts hervorquillt. Nichts. Keine Träne, kein Schneeklöckchen, nichts. Wie wenn wir nicht sterben müssten. Wie wenn wir immer auf der Erde sein könnten. Welcher irdische Zustand müsste dann Tod genannt werden und welcher Tod Leben, wenn die Seele des Blinden das Weiß der Augen herausgekehrt hat und sieht. Es ist ganz wunderbar, wie dieser performative Selbstwiderspruch hier ausgelebt wird, nicht schreiben zu können und dann eben doch schreiben zu können. Und vielleicht ist das etwas, was dieses Gedicht schon in seiner Zeit auch verankert. Neben all den Fragen, was es heißt, als Lebender davon zu träumen, tot zu sein und was dieses Gedicht macht. Und das eben mit einer unglaublichen Klarheit und Transparenz zu formulieren, über die man gar nicht, glaube ich, lang nachdenken muss. Wunderbar. Es ist später in Deutschland bei Edition Akzente erschienen, gemeinsam mit dem Aufsatz Der Geheimniszustand. Und ich glaube, das ist schon mit großer Absicht ediert worden, dass die beiden Texte zusammen publiziert werden. Und da geht es eben auch davon aus, dass in den gelungenen Gedichten alles Schwere eben leicht wird. Und ich finde, den Tod leicht zu machen, ist, glaube ich, eine Hürde. Und das ist hier ganz grandios gelungen. Und wir sind auch wieder bei Georges Perec.
beim Papier, sich vom Papier ins Universum schreiben. Genau, ich würde sagen, dieses in sich gekehrte Papier ist wunderbar. Genau. Auch Inga Christensen hat große Gedichtzyklen geschrieben, wenn auch nicht unbedingt in diesem Sinn Langgedichte, aber vom Langen kommen wir jetzt ins dezidiert Kurze zu einem Mann, der schon einen ganz kurzen Namen hat, Klaus Merz. Aus der Schweiz, 1945 geboren, kennt man hier auch gar nicht so. War der Ihnen schon ein Begriff, bevor Sie in die Schweiz gezogen sind? Ja, aber nur aus ganz bestimmten Gründen. Ich hatte guten Kontakt zur Stuttgarter Zeitung und da gab es die Julia Schröder, die ganz verrückt nach Klaus Merz war. Also er war ihr Lieblingsdichter, noch bevor ich in die Schweiz kam. Und ich habe ihn dann bald kennengelernt und ich finde, er ist ein Verknappungskünstler. Und nicht nur seine Gedichte sind ganz kurz, sondern wenn er einem schreibt, egal wem, ist er immer sehr freundlich, antwortet auf Fragen immer ganz schnell. Aber auch die Antworten sind so knapp und so verdichtet wie seine Gedichte. Ich kannte einen Dichter in Süddeutschland, Werner Dürrson, der hat auch kurze Gedichte geschrieben. Und sie immer zweimal gelesen, was ich dann letzten Endes manipuliert fand. Aber eigentlich müsste man Klaus Merz auch zweimal lesen. Und zu diesem Werner Dürrson, weil er ja auch nie wirklich bekannt war in ganz Deutschland, noch sein kürzestes Gedicht, bevor ich Klaus Merz lese. Bei Dürrson heißt es, das Dach ist dicht, wozu noch dichter? Und diese zwei Zeilen sind eigentlich zwei Zitate. Das Dach ist dicht, ist Spitzweg natürlich. Und wozu noch dichter ist Hölderlin. Aber jetzt zu Klaus Merz. Museum. Alltagsgeräte, alter Schmuck. In den Vitrinen spiegelt sich zwischen den Dingen dein eigenes Gesicht. Am Fenster steht der Wärter und betrachtet die Welt. Also man müsste es eigentlich zweimal lesen, damit man die Spiegelung sieht. Und damit man sieht, wie der Wärter sich abkehrt und eine ganz andere Welt sieht. Der Wärter ist ja im Museum und der Museumsbesucher ist extra ins Museum gegangen, um das anzuschauen, was der Wärter bewacht. Aber die beiden Personen sehen ganz andere Dinge. Und das so kurz gefasst. Das gefällt mir sehr. Und übrigens könnte man Klaus Merz in alle Jahrzehnte versetzen, über die wir jetzt sprechen. Und er ist vielleicht immer perfekter in dieser Verknappung oder immer wärmer in diesen verknappten Gedichten. Aber er ist 1945 geboren und schrieb schon mit 20 Jahren. Also, und er schreibt immer noch, schreibt Novellen auch. Einen Film hat er gemacht. Seine Erzählungen sind auch knapp, aber diese Verdichtungen, die sieht man halt am ehesten in seinen Gedichten. Sie dürfen es gerne nochmal lesen. Dann lese ich es nochmal. Wenn er es dann sieht, dann wird er staunen, dass man auch sein Gedicht doppelt lesen kann. Museum. Alltagsgeräte, alter Schmuck. In den Vitrinen spiegelt sich zwischen den Dingen ein eigenes Gesicht. Am Fenster steht der Wärter und betrachtet die Welt. Ich finde es auch deswegen schön, weil es wirklich eine Grundsituation beschreibt. Ich war einmal in Antwerpen bei einer Rubens-Ausstellung und sah, wie die Leute, die Ankommenden, eigentlich ihre Haare richteten vor den Spiegelnden. Einrahmung der Bilder, also gar nicht die Bilder betrachteten, die auch natürlich. Aber es ist auffallend, wie viele Leute in den Verglasungen sich selber sehen. Deswegen finde ich dieses Gedicht unglaublich kompakt. Auf Anhieb sehr viel weniger transparent ist ein Gedicht von Uljana Wolf, einer der bekanntesten Dichterin der jüngeren Generation, 1979 in Ost-Berlin geboren. Das heißt Dreibögen Böbach und stammt aus ihrem Band Meine schönste Lenkewitsch. Sie arbeitete immer zwischen den Sprachen, was hier aber gar keine so große Rolle spielt. Und wenn man das ohne ein bisschen Kontext liest, versteht man erstmal überhaupt nichts und denkt, in welche Welten arbeitet sie sich hier hinein. Dabei ist es sehr viel konkreter, realer, als man zunächst meint. Und vielleicht erklären Sie uns sogar, worum es geht, bevor wir völlig orientierungslos sind im Bayerischen Wald. Es geht um eine
Asylunterkunft im Bayerischen Wald, die in einer Pension untergebracht wurde, die auch noch ironischerweise Friedensparadies hieß und völlig abgeschnitten ist von der Zivilisation. Uliana Wolf hat hier teilweise auch O-Ton-Zitate eingearbeitet zu der Lage von Politikern, aber auch von jenen dort, die dort leiden. Und es gab lange Zeit kein Handyanschluss, also es gab kein Netz, sie wurden versorgt, es gab keinerlei Beschäftigung und Uliana fasst es dann in dem schönen Wort oder schönen, auch bedrohlichen Wort Wandsinn zusammen. 3 Bögen Böbrach. Und dem Ganzen ist vorangestellt, als Motto könnte man sagen aus dem Grimmschen Wörterbuch, man hört auch in die Fichten gehen, verloren gehen, wegkommen. 1. Ländlicher Landstrich, also Lasten verteilen, Schneedecken schichten auf Ästen, kleines Ächzen, dass auch die Fichten nicht brechen ins Schweigen, denn Regen ist Kreisstadt, Neigen Pflicht, entsprechend. Für die Lage können wir nichts, nur für die Grenzen und den hellen Schein. Der Forst ist rein, it welcomes you. Die Worte dazu sind weiß oder weg wie der letzte Bus aus dem Dorf. Nachts rumpelt die Stille im Frost, der Wald sei dem Fremden. 2. Zumutbar. Wie Wallpaper, wo nur die Augen wandern, wie einer am anderen die Stämme. Sie stammen von hier, reichen dir keine Papiere, aber einreißen bald und steht ein Stammeln an der Haltestelle oder Nacht, die große Zelle, sperrt sich selber auf und zu, drin das Hämmern, drin die Stirn, schauen, bauen, schneien, freuen. Diese Sprache war mal Firn, dann Feriendings, die leuchtet jeden heim. Und wo soll das sein? Schnurz, aber Bärworts, Bärworts. 3. Ein rentlicher Anstrich im Sinne von Land oder glänzender Wandsinn brennt dir im Kopf. Wer kennt ein Gespräch über Fichten, wen ficht's an, wenn? Bei Stress fallen die Nadeln eher ab, also abnabeln, Schneeadeln. Die alte Unterkunft, alles Markenware. Kalte Päckchen einander in den Mund, solange sie reichen. Überm Deckchen derweil null Empfang. Nur der Wald treibt sein stöberndes Amt. Er nimmt dich in weiße Abführungszeichen. Wir haben es hier, wie Sie schon gesagt haben, mit sehr viel Material zu tun, mit Vorgefundenem. Wir haben es mit Realien zu tun, die dann auf ihre eigene Weise wieder ins Poetische kippen. Also zum Beispiel die Stadt Regen klingt wirklich in ihrem Doppelsinn hier. Und dann gibt es trotzdem Momente, wo die Sprache etwas tut, um das Ganze zu poetisieren auch wieder. Aber als Ganzes zusammengenommen, ist das für Sie ein politisches Gedicht? Ich glaube, es wirft die. Ich würde ganz anders damit umgehen. Ich glaube, es wirft die Frage nach politischen Gedichten heute auf. Was erwarten wir von einem politischen Gedicht? Was muss ein politisches Gedicht leisten? Taugt die Kategorie politisches Gedicht überhaupt noch? Das Wunderbare an diesem Text ist ja, dass er extreme Kippmomente evoziert. Also dadurch, dass die Sprache von Uliana etwas durchaus Verspieltes hat, eine Leichtigkeit, er hat dafür den schönen Begriff Lautleite geprägt, dass sie den Worten nachspürt und den Kadenzen. Und dann ist man immer wieder konfrontiert und es lässt sich auch, ohne dass man sehr viel über Böbrach weiß, gut rauslesen durch die Realien, kippt das auch immer wieder ins ernsthafte Fach und ist ständig in dieser oszillierenden Bewegung. Das finde ich wahnsinnig spannend an diesem Text. Und wir sind auch wieder zu Oskar Pastior eigentlich, zu der Rhythmusfrage. Da hat man eine schöne Verbindung, eine schöne Parallele auch bei dieser Lautleite eben, die beide bewegt und beschäftigt. Dass politische Gedichte möglich sind, ist ja klar. Ich würde trotzdem noch mal fragen, was leisten Sie anderes als ein guter Journalismus, der da ganz genau hinsieht? Oder welche zusätzliche Perspektive öffnet uns das? Das beschäftigt mich tatsächlich. Also das ist gar keine Kritik an diesem Gedicht, sondern ich möchte wissen, wo kann welche Schicht von Wirklichkeit gedeutet werden? Das
Das ist eine Frage, die ich gar nicht auf Anhieb oder ad hoc beantworten kann, noch möchte. Mich beschäftigt das auch. Ich kann das gut verstehen. Ich glaube, meistens setzen wir uns immer dann mit politischen Gedichten auseinander, wenn sie misslingen. Das heißt, wenn sie plakativ geworden sind, Propaganda sind. Das heißt, irgendetwas fehlt uns. Irgendein Mangel gibt es, den wir zu beklagen haben. Und wenn sie gelingen, ich finde diese Kategorie politisches Gedicht schwierig, das ist auch eine recht veraltete Kategorie, aber wir haben momentan auf die Schnelle noch nichts anderes, um damit zu arbeiten, wenn sie gelingen. Und ich glaube, das ist ein gelungenes Beispiel. Ich glaube, dann geht das eben in einer Sprache auf und ich glaube, dann löst sich der Zeitkern. Also ich glaube, politische Gedichte versagen oft, wo sie tagesaktuell sind, auf ein tagesaktuelles Geschehen hingeschrieben ist. Das hier zwar auch, aber wo sie gelingen, werden sie überzeitlich. Und dadurch, dass Ojana es geschafft hat, in ihre eigene Sprache zu transformieren, werden wir vielleicht in 20 Jahren hoffentlich uns nicht mehr mit Böbrach in dem Sinne beschäftigen müssen, aber es wird als Gedicht immer noch Teil der lyrischen Welt sein. Wissen Sie, was ich meine? Habe ich das einigermaßen verständlich? Und dadurch ist sie auch bleibend. Dadurch ist das Gedicht auch bleibend überhaupt. Genau. Weil es nicht es wird überzeitlich. Ja. Wir springen aber jetzt gleich woanders hin, nämlich nach Österreich zurück zu Margret Kreidl. Margret Kreidl ist Jahrgang 1964 und hat sämtliche Literaturstädte in Österreich durchwohnt. Sie kommt aus Salzburg. Wir wissen, da kommt ja auch Stefan Zweig her, Trakl, Thomas Bernhard war da. Sie hat sich dann jahrelang in Graz herumgetrieben, wo natürlich das Forum Stadtpark beheimatet ist und Alfred Kollerich sein Wesen getrieben hat und lebt es seit vielen Jahren in Wien. Und sie hat ein ungeheuer breites, fast unüberschaubares Werk, was mir auch gar nicht besonders einheitlich erscheint. Was macht das Typische für Sie aus, Frau Gase? Also mir gefällt dieses breite Denken. Sie dichtet, hörspielt und theatert. Unter anderem unterrichtet sie auch am Max-Reinhardt-Seminar und das sehr engagiert. Ich glaube, das Wichtigste ist bei ihr der Witz, dass sie Listen mag. Also die Listen spielen eine ganz große Rolle in ihren Gedichten, früher vielleicht sogar noch mehr als jetzt. Und dass sie Textkörper hat. Zum Beispiel bei dem Gedicht, was wir jetzt hören werden, einfache Erklärung, geht sie immer wieder von einer neuen Überlegung aus, von einem Alltagsereignis, von der Beobachtung einer Person, und die wir nicht ganz verstehen. Und dann heißt die Schlusszeile jeweils, einfache Erklärung und dann kommt eine überraschende Erklärung. Und diese Pointen liebt sie, auch in anderen Büchern, nicht nur in der einfachen Erklärung. Und die Listen liebt sie dabei auch. Ich kenne ein Theaterstück von ihr. Also auch in ihrem Theaterstück sagt zum Beispiel eine Frau, sie beginnt zu zählen, 1, 2, 3, 4, 5, dann sagt sie einen halben Satz, dann zählt sie weiter, 6, 7, 8. Ich empfinde das sehr witzig, wie sie klar ist, nichts verschlüsselt und trotzdem sich von einer allzu platten Realität wegnehmen kann. Das würde ich für alle ihre Arbeiten als zusammenfassend sehen. Ich hätte mir übrigens ein ganz anderes Gedicht gern ausgesucht, aber als ich gesehen habe, dass ihre Stimme in Berlin bei Ihnen eingespielt ist, habe ich gedacht, lieber Sie hören, weil sie trägt wunderbar vor. Sie hat so einen geerdeten Ton, so eine volle Stimme. Mein Beispiel wäre sonst gewesen das süße Paradies. Und da gibt es eine Ilse, die beginnt zu essen, Topfenstrudel und Marmorkuchen. Ich weiß nicht was. Sie benennt die Süßigkeiten sehr schön, so dass man die Speisen vor sich sieht. Und allmählich beginnt sie zu schwelgen und zu schlecken und zu schwitzen. Und da kommen weitere Speisen hinzu. Das ist überaus üppig und witzig. Und zum Schluss keucht die Ilse und dann platzt sie, weil sie immer weiter gegessen hat. Das ist ein bisschen anderes Gedicht, ein früheres. Und, aber das Üppige ist bei ihr geblieben. Das ist das, was für mich Margret Kreidls Denken verbindet. Und da möchte ich noch hinzufügen, dass sie immer in einer Art Dialog dichtet. Also sie spricht den Leser an. Oder es handelt sich um ein Gespräch. Und dazu muss man sagen, dass sie schon seit ihrer Grazer Zeit, die Sie schon genannt haben, Herr Dotzauer, mit Lukas Zäbel zusammenlebt.
Und Lukas Zellberg ist auch ein wunderbarer Dichter, der ebenfalls Listen und Auflistungen mag und mit diesen Listen dann spielt. Das sind nicht einfach Listen, die so stur irgendetwas ablichten wollen, sondern da gibt es Verknüpfungen innerhalb der Listen. Und so passen also Margret Kreidel und Lukas Zellberg sehr spannend zusammen. Und dieses kleine Gedicht Grundsatzfragen, das sich für die Lyriklein eingelesen hat, hören wir jetzt. Grundsatzfragen. Warum trinkt die Taube aus der Schale? Damit wir nicht ins Wasser fallen. Warum hängt der Himmel voll Geigen? Damit wir im Bett nicht weinen. Warum weht der Wind in den Bäumen? Damit wir von Äpfeln träumen. Warum ist der Tisch gedeckt? Damit wir das Messer sehen. Warum ist die Schachtel leer? Damit wir uns vermehren. Warum ist der Schnee weiß? Damit wir ins Gras beißen. Warum frisst der Wolf das Schaf? Damit wir gut schlafen. Warum hat das Haus ein Dach? Damit wir weiterlachen. Einfache Erklärung, Fragen halten uns wach. Wir müssen nicht weit reisen, um zu Sepp Mall zu kommen, den Sie uns auch ans Herz legen müssten. Jemand, der uns auch hier nicht besonders vertraut ist, Jahrgang 1955 aus Südtirol, aus dem Finchgau dort. Der hat es auch mit eher kurzen Texten, aber er ist bei weitem nicht so humoristisch oder komisch aufgelegt oder auf Pointe ausgelegt wie Margret Kreidel. Im Gegenteil, es scheint zu sein, dass hinter diesen Texten ungeheuer viel steckt. Und Sie müssen mir erklären, was dieses kleine Gedicht über zwei Schafe, die auf seinem Schreibtisch herumlaufen, mit seinem Werk im Ganzen zu tun hat. Und ich glaube, er hat es immer wieder mit Tieren gehabt in seinem Werk. Ja, er hat es immer wieder mit Tieren in seinem Werk gehabt, aber auch mit Personen. Und das ist, was mir ihm so gut gefällt. Wir haben schon darüber geredet, dass viele Dichter von der eigenen Person ausgehen. Und tatsächlich schreibt Sepp Mal oft über Tiere, aber er schreibt auch sehr oft über Menschen, über die Geliebte, über andere Personen und nie über sich. Er steht nie im Zentrum. Und das gefällt mir an seiner Poesie oder an seiner Perspektive, dass er immer auf den anderen Acht gibt und keine Allüren hat. Bei Margret Kreidel gefällt mir gerade der Witz und das Pointierte, aber Sepp Mal ist im anderen Sinne pointiert und das werde ich gleich vorführen. Auf meinem Schreibtisch zwei Schafe. Bestimmt sind es Abgesandte einer fernen, verwunschenen Zeit mit Feldern, Wäldern, so wie sie dahin schreiten, auf der abgekratzten Platte des Tisches, Seit an Seit und miteinander plaudernd, von einer Idee der Zukunft vielleicht, von weiten Grasländern oder verwirrten Hirten. Sag, zieh die guten Schuhe an, komm mit. Leben, sagen, verwirrten. Bei diesen Wörtern fehlt bei Sepp Mal immer das E. Und damit, das ist für mich schon ein erster kleiner Witz, damit zeigt er die österreichische Aussprache, das E geht verloren bei den Endungen. Und damit gibt er einen Rhythmus an. Dadurch rhythmisiert er seine Zeilen. Dann hat er noch Schrägstriche, immer wieder auch in der Zeile, beginnt manchmal mit einem Doppelpunkt vor der Zeile. Und das sind für mich musikalische Angaben, das würde er sagen, presto, andante. Also auch da geht es um das Tempo. Wo sind wir in diesem Gedicht? Sind wir bei zwei Plastikschäfchen auf dem Schreibtisch, die da rumstehen, die er jeden Tag anguckt? Sind wir bei Schafen, die irgendwo vor dem Haus stehen? Oder sind wir nur im Kopf des Dichters selber? In Wirklichkeit sind wir bei zwei Schafen, die wirklich auf seinem Schreibtisch sind, stehen. Aber das weiß ich nur, weil ich das von ihm weiß. Darum geht es nicht an, sondern es geht um dieses ganz wichtige
Interesse für das Wesen. Und da muss ich vielleicht auf der Tandori zurückkommen, der das Blatt beschreibt und der jahrelang eine Gespatzen bei sich in der Zweizimmerwohnung hielt. Die hat er gerettet und er hat über die, also von der Straße gerettet und pflegte sie und wachte mit ihnen um 4 in der Früh auf. Und er beschrieb sie aber nicht irgendwie als Tiere, sondern als Anima. Also dieses Animal und Anima sind eine Parallele bei Tandori und ich empfinde das auch bei Sepp Mal, dass ihm auf das Anima ankommt. Das wollte ich vorhin sagen, als ich meinte, dass die Person ihm wichtiger ist als eine Selbstbeschreibung. Und dieses fehlende E macht seine Gedichte nicht volkstümlich, obwohl er die Sprache Österreich spiegelt. Übrigens finde ich es sehr, sehr interessant, das Österreichische und das Bayerische und das Schwäbische und das Schweizerdeutsche kommen vom Elbdeutschen, also von einem Ursprung. Und trotzdem, in der Schweiz fehlt nicht das E bei, wenn man sagt, ich will das machen, sondern ich will es machen. Also gerade das E, was bei Sepp Mal nicht da ist, damit enden die Sätze. Und das finde ich sprachlich sehr interessant. Also mit seiner Fragestellung löst er solche Gedanken auf. Wie entstehen Dialekte? Und wie gesagt, er ist trotz Dialekt nicht volkstümlich, weder in seiner Themenwahl noch in der Zeilenführung, sondern erst musikalisch durch diesen Rhythmus, den er angibt. Aber man müsste das Gedicht sehen. Man müsste halt wirklich die Zeichensetzung sehen, um damit etwas anzufangen. Und übrigens, mit seinen kurzen Gedichten ist er in der Nähe von Klaus Merz. Die beiden kennen einander und schätzen einander. Und ich wollte schon bei Klaus Merz, der so unglaublich gut verknappen kann, Thomas Kunst zitieren, der bei einem Gespräch über kurze Gedichte und Sonette gesagt hat, er hat die Sonette seine eigene Messung, seine Maßeinheiten so sehr im Kopf, dass er in Handumdrehen Sonette schreiben kann. Und es ist interessant, in welche Richtung man den eigenen Kopf geeicht hat. Man will natürlich immer wieder neu sein, sonst kann man ja gar nicht nachdenken, wenn man sich wiederholt. Und trotzdem hat man die Synapsen im Kopf trainiert. Und das finde ich interessant. Und Sepp Mal hat seine Synapsen halt in diese etwas buschikose Art, würde ich schon sagen, trainiert. Und es gefällt mir sehr gut, dass er den Kontakt zu österreichischen Lyrik und Literatur überhaupt halten kann, aus Meran heraus. Er lebt ja in Meran. Und er hat in Innsbruck studiert, also er hat schon einen dicken Kontakt zu Österreich. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Durchblicken zwischen den Regionen geschaffen. Wir waren jetzt in Südtirol, wir waren vorhin in Südtirol bei Oswald Egger, der uns Inga Christensen nahe gebracht hat. Und wir werden es jetzt schaffen, dass Uljana Wolf, von der gerade die Rede war, den Blick richtet auf einen geheimnisvollen, sehr charismatischen Polen, der auch nur ein halber Pole ist, darüber reden wir aber gleich noch. Einen Herrn, der heißt Eugeniusz Tkaczyn-Dicki. Das sieht auf dem Papier noch viel schwieriger aus, als es sich sprechen lässt. Es sind einfach mehrere Laute, die aneinander gefügt werden müssen, weswegen ihn Vertraute einfach Dicki nennen dürfen. Das ist ein noch nicht mehr ganz junger Mann, 1962, geboren am Fuße der Karpaten. Bis zum 16. Lebensjahr hatte er nur einen ganz eigentümlichen Dialekt gesprochen, das Chachlakische. Das ist eine Mischung aus belarussischem, russischem und polnischem. Also er hat sich in diese Sprache des Polnischen überhaupt erst hineingefunden. Und das Gedicht, was Sie ausgewählt haben, ist eigentlich sehr typisch für das, was ihn beschäftigt, um die Dinge, um die er eigentlich immer wieder kreist. Also Sie hatten gerade schon erwähnt, Uljana Wolf ist maßgeblich beteiligt gewesen, allerdings erst später. Das war jetzt noch Doreen Daume, die dann den nächsten Band nicht geschafft hat zu übersetzen, ist dann gestorben und Uljana Wolf hat sich quasi dann beteiligt und es heißt Geschichte polnischer Familien, ist eigentlich auch ein großer Text, wenn man möchte, ein Text massiv in vielen kleinen Gedichten sozusagen ausgearbeitet. Und ich lese jetzt einen ganz kleinen Auszug. 2. Im Nebenzimmer stirbt meine Mutter, die sich trotzdem beschäftigt mit Denken an mich. Einmal noch werde ich schreiben, was es auf sich hat mit ihrem und meinem Sterben im dunklen Zimmer.
Unten im selben, das früher Wandeska gehört hat, einmal noch werde ich zurückkommen darauf, was es mit ihrem Aufenthalt in Chicago auf sich hat, worauf das alles beruht, falls es beruht, im dunklen Zimmer, oben, von wo sie uns Dollars und ferner Päckchen schickt und Träume beschädigt, jenseits der Landesgrenzen. Doch das ist schon Thema für ein eigenes Poem und geschützt in Plastikfolie wandern sie zu eigenen Händen. 3. Selbst die Träume erreichen uns beschädigt jenseits der Landesgrenzen. Sehr oft träumen wir die Leere und geschützt in Plastikfolie, doch das Thema ist schon abgeschlossen. Im Nebenzimmer stirbt meine Mutter, die sich bewegt wie unter Folie, ohne vom Bett aufzustehen. In ihrem Fall ist alles Folie, die schwere Decke, die hinuntergerutscht ist. Und sie will sich nicht erheben und denkt nicht daran, sich zu erheben. Wegen meiner Tatenlosigkeit wogt sie im Wind. Kashishin Ditsky guckt immer wieder über die Grenze in die Ukraine, in die verlorene Ukraine rüber. Er guckt aber auch in die eigene Familie hinein und dort findet er jede Menge Tod. Und Sie haben das sehr gut gelesen, aber wenn er das liest, hat das noch einmal etwas ganz anderes, Eigenes. Können Sie beschreiben, wie ihr auftritt? Ich habe ihn leider noch nie, ich muss gestehen, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, hinter den Kulissen, ich habe ihn leider noch nie live erlebt. Das ist wirklich schade und ich habe jetzt auch tatsächlich vergessen, mir im Internet, ich bin noch ein Neander-Digitaler in manchen Dingen, mir einen Auftritt sozusagen, ob es da einen Auftritt gibt und zwar ganz bestimmt. Ich bin also eine Leserin. Ja, er ist ein Wanderer, ein ambulatorischer Rezitator, ein Flüsterer, ein Zischler, all das, also und das alles in einer sehr eigenen Körperhaltung, obwohl es von ihm, wenn Sie jetzt einfach gucken würden im Netz, auch schon ganz zivile Auftritte gibt. Das verwundert mich keineswegs. Also die Texte sind selbst, das sind, glaube ich, 50 einzelne Poeme, die einen Gesamtkosmos bilden. Das Sterben der Mutter, die an Schizophrenie und Alkoholsucht in diesen Texten leidet und die eine Manie haben, eine Getriebenheit, auch wieder mit Permutation arbeiten, immer wieder Verse aufnehmen, neu durchgestalten. Also es gibt schon ein unglaublich manisches Moment in diesen Texten, aber auch Ironie und natürlich eine große Morbidität. Aber diese Spannung, es wundert mich überhaupt nicht, dass diese Auftritte bestimmt energetische, weiß ich nicht, Spektakel sind. Denn das liegt in den Gedichten natürlich oder ist in der Sprache einfach schon angelegt. Zumindest sogar in der deutschen Übersetzung, das muss ich jetzt noch sagen. Ja, zum Abschluss dieser 2000er Jahre wollen wir an einen großen Schweizer Dichter französischer Zunge erinnern, Philipp Jacotet, der auch zu den Deutschen immer ein ganz enges Verhältnis hatte. Er war ein großer Übersetzer von Hölderlin, von Rilke, von ganz, ganz vielen. Er ist im Februar gestorben und Sie haben uns ein Spätwerk mitgebracht, einen Text oder zwei kleine Texte, die immer kürzer geworden sind, immer Haiku-artiger in dem, was er getan hat. Diese Kürze bei ihm und diese Mischung von einzelnen Zeilen und dann doch wieder mit längeren Texten loslegen, also diese Mischung, von der wir schon immer wieder gesprochen haben, ist für mich an diesem Mann, der in hohem Alter gestorben ist, das Moderne. Er war stilistisch sehr modern. Und Elisabeth Edel und Wolfgang Matz haben ein Buch von ihm herausgebracht, das heißt Späte Prosa und Gedichte, mit dem Titel Die wenigen Geräusche. Und das, was ich vorlesen werde, also ist wirklich nur ein Ausschnitt aus dem längeren Stück, das Nancy sehr gut gefallen. Es handelt nämlich vom schwarzen Hund. Vor dem Gott mit dem schwarzen Hundemaul. Schöner Titel, habe ich gedacht, als er mir einfiel, tief in der Nacht. Schönes und vornehmes Bild. Doch heute Nacht bin ich nicht im Museum. Das Schwarz vor mir schmückt keinerlei Gold und droht mir ein Hund, so nur ein Hund von dieser Welt, bereit zum Biss. Vor dem Gott mit dem schwarzen Hundemaul radiert man sie aus, an diesem Punkt die schönen Titel.
dass man vielleicht auch das Buch unvollendet oder bricht ab. Auf halber Seite. Geschrieben mit Tränen allein, mit Wehrlosen. Ich möchte nur ganz kurz hinzufügen, dass mir die deutsche Übersetzung überaus gut gefällt. Aber es ist so, dass Elisabeth Edel und Wolfgang Matz mit Jacques Godet jahrelang befreundet waren und diesen Band auch gemeinsam ausgesucht haben. Und Elisabeth Edel erzählte mir, dass der Gott mit dem schwarzen Hundemaul Jacques Godet lange Zeit beschäftigt hat. Er war einmal in Ägypten, war in verschiedenen Museen, da haben wir wieder die Museen, und seitdem beschäftigte ihn dieser Gott, der die Toten beschützt und für die Mumifizierten und die Mumifizierungen sehr bedacht hinschaut. Ich glaube, es reicht so, wenn ich das sage, weil wir jetzt eilig sind. Dann schließen wir mit dem Blick auf die Gedichte der anderen jetzt ab. Und ich danke Ihnen sehr für die Auswahl und die reichhaltigen Kommentare, die Ihnen hoffentlich auch die einen oder anderen neuen Namen gebracht haben. Ich kann und will Sie beide aber auch genauso wenig wie die Zuschauer entlassen, ohne dass Sie jeweils eine Probe Ihrer eigenen Gedichte uns vorlesen. Und es würde beginnen, Nancy Hünger. Ich hole noch einen Dichter in die Runde. Gedichte sind ja eigentlich nichts als Kettenbriefe. Was heißt nichts? Sie sind durchaus auch Kettenbriefe. Und zwar bezieht sich das, ich halte das Buch schnell in die Höhe, auf das letzte Geburtstagsgedicht, das ich Gerhard Biesinger selbst quasi zum Geburtstag schrieb, kurz bevor er starb. Das sind die allerletzten Gedichte. Lieber alter Dichter, schreib ich an diesem Tisch, auf dem das Bier in Seenot, schreib ich und schau, wie dieses Gedicht dir spricht, ohne vom Ende zu zittern, schreib ich an einem 8. Juni irgendeines Jahrzehnts, ist es 16.42 Uhr und du hättest dich wieder um ein Jahr verlängert. Wärest du nicht, ja, wärest du nicht, könntest du noch bei Rotwein und Gulasch im Sittel fleißig voransterben, als sei es ein Klacks. Mit Rotwein und Gulasch könntest dein Gedichten zuschauen, wie sie enden unter der Hand auf so einem Tisch. Weil aber, ja, weil du voraus musstest, darf ich dich bedenken an einem 8. Juni, die letzten Gedichte unter der Hand, und muss dir 16.42 Uhr gestehen, ich lebe. Während dies Gedicht ohne mich dir spricht, wer weiß, was ihr euch zu sagen habt. Alles das, mein Lieber, geht mich nichts an. Mein Gedicht ist ein Ausschnitt aus meinem Buch 77 Geschwister. In diesem Buch sind alle Geschwister, weil wir so ähnliche Gene haben, aber manche sind halt Geschwister. Mein Bruder und seine Frau schlafen getrennt. Das ist eine Kriminalgeschichte. In der Früh kommt die Kriminalpolizei. Schon bei den Eltern habe einiges nicht gestimmt, sagen die Beamten. Daher war diese Angelegenheit vorauszusehen. Es gehe um Genbanking. Die Eltern waren Banker, die Großeltern ebenfalls, halt Londoner oder Juden. Und es gab Bankgeschichten. Der Kaufmann von Venedig war einer ihrer unmittelbaren Freunde. Er hatte ein eigenes Schlafzimmer, lebte einsam. Und das ist ein Thema für sich.